bist denn du eigentlich? Bist du was gewesen, wo ich hätte das Ding steuern können? Leuchtest du komisch. Oh, Marinas Medaillon ist da unten. Das Medaillon habe ich noch gefunden hier irgendwie. Das ist irgendwie hängen geblieben. Wo ist denn das? Jetzt habe ich noch ein Medaillon gefunden. Neuester. Neuester sind ganz oben. Ah, ist einfach nur ein Questgegenstand, glaube ich. Okay, das wäre alles einfacher lösbar gewesen, sind wir ehrlich. Säurewerkstatt. Das wäre alles sehr viel einfacher. So kann ich aber. Kann ich mich jetzt um den. Haha! So, wir speichern mal wieder kurz. Moscher Sarg. Connor Winterblatt. Tot gefesselt. Connor Winterblatt. Marinas Ehemann. Oh. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Sind wir ehrlich. Ich glaube, wir haben da eine Quest verkackt. Oder so. Oder unoptimal gelöst. So. Aber das war mal ein Fight. Mit der verkackten Hexe. Sie hätte es einfach komplett ignorieren können. Wir sind nur hier reingekommen, weil ich hier geguckt habe, überhaupt noch was in der Gegend ist. Bevor wir in das Dorf gehen hier. Eieieiei. Es ist echt viel, was man verpassen kann. Ich habe schon zwei Sachen gedacht, wo ich... ups. Ich würde nur gerne mal... Nein. Ich würde irgendwie Bane gerne loswerden. Wie wäre ich denn Bane wieder los? Das werde ich auch mal kurz googeln, ob es eine Option gibt. Get rid of Bane. How to remove Bane condition, thanks. Are you wearing the gloves of that goblin cap? If so, go get a blessing. Go get the blessing of the absolute. Aha. Okay, wir müssen irgendwie gesegnet werden, I guess. Abbild beschwören, Klassenaktion, Concentration. So, du kannst nochmal durchschnaufen, auf jeden Fall. Boom, dann hat er nämlich wieder schöne Heilung. Du hast kein einziges, du hast nur noch Zaubertricks. Und da ist logischerweise kein Heal dabei. Die heilige Flamme hat ziemlich gut gegen das Viech geholfen. Das fand die, da fanden sie nicht so gut. Was müssen die dann bestehen? Die müssen einen Rettungswurf bestehen. No one stopped me yet. Das konnte man immer noch nicht benutzen. Ach, Aktion und Bonusaktion müssen wir benutzen für das Erbe von Avernus. Senken des Niederstrecken. Wäre, glaube ich, ziemlich cool, musst du aber halt in der Nähe stehen geblieben sein. Wir haben ein bisschen wenig Leben und so geht's vielleicht. Könnte auf jeden Fall schwierig werden mit dem. Ich will eigentlich nicht von der komischen Tante da gebläst werden. Bin ich ehrlich? Bin ich irgendwie dagegen? Kann ich einfach hinklettern oder sowas? What? Halt! Der wollte jetzt hier rumlaufen. No. Don't do this. Ich würde hier gerne runterhüpfen einfach. Geht das nicht? Vielleicht für ein bisschen Schaden einfach nach unten hüpfen? Minus 4 TP. Das ist dann wohl so. Please, kommt nach. Bitte.
Macht mich nicht fertig, Leute. I'm ready. Bitte spring hier runter. Okay, ich muss die mal alle lose machen hier jetzt, glaube ich. Making me sweat. Machen wir dich direkt auch nochmal lose, damit ihr nicht irgendwie anfangt, komisch die Gegend zu laufen. So. Jetzt haben alle ein bisschen Damage gefressen dafür, aber wir sind hier drüben. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich doch nochmal rasten. So wie ich aussehe, im nächsten Kampf auf einem sinnvollen Level überstehen wir nicht. Den nächsten Kampf auf einem sinnvollen Level überstehen wir nicht. Ich glaube, ich die Sumpftante auch erst später machen. Oh. Hellspire. She's coming. Hallo? Hallo? Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Uff. Hübsche Flügel, lass mich raten. Will Schutzpatronen. Handlers, the word. Hundeführerin. My pup here's been unruly. And his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlach's still breathing. Oh, shit. I've taken more peasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlach, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! Yes. How precious. The little pupster's found his bar. Aber Abmachung ist Abmachung. G, Section 9. Oh, shit. Shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlach meets the criteria, Pet. Trust me on this. Wenn wir Karlach jetzt töten, wenn wir, ihr krümmt Karlach nur ein Haar, verflucht will, warum habt ihr mir nicht davon erzählt? Ich habe genug gehört, ihr kommt hier nicht lebend weg. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade einen schwierigen Punkt zum Kämpfen erwischt. Kommt zum Punkt, was wollt ihr? Oh yes. Thanks for the reminder. Matt. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Ugh. Unangenehm. Leute, jetzt wird er selber zu einem Tiefling. Oh shit. Oder zum Teufel. That's better. What the fuck? What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Die Seele geklaut? The new form, Pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. What the fuck? Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? What? I'll be keeping mine on you. Warum? Ich habe einen anderen Schusspatron. Lass mich in Ruhe. Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. I'm sorry, Will. What happened? Wait, erst mal mit Will reden. Das ist gerade wichtiger. What the fuck? God's damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right. And Mizora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not...
Not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Ja, sie ist ein Traitor. Könnt Glück reden, dass sie euch eure Seele gelassen hat, als sie kam. I'd count my lucky stars for it. But I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has use for me. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Ja. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Dieser Pakt ist der Grund, warum ihr euch eurem Vater überworfen habt. Was sind die Bedingungen von eurem Pakt? I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. Okay. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Ich hab, Hexenmeister ist ein bisschen schwierig, muss ich mal so sagen. Sind wir ehrlich. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Ja, guck mal, was für ein guter Typ er ist. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Was ein cooler Typ. Extrem gefährlich, ist am Schluss so zu widersetzen, tapfer oder sehr dumm. Wouldn't be courage without the risk, would it? I'll figure out a way to make it up to him. What are heroes like? Swords? Shields? Shiny things? Kann ich mit dir einfach auch so reden, aus Interesse? Wieso sagt ihr, erfüllt Kriterien für Wildsjagd? Was hat sie damit gemeint? Help me kill those paladins of Tyr, and I'll tell you. A bit of good gossip for your good help. Ja, okay, das können wir noch machen. Warum? Warum kennt ihr euch? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. Ah, okay. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Ich glaube, dass sie weiterhin Jagd auf euch machen. Ich kann verstehen, warum ihr unbedingt kommen wolltet. Nee, das ist weiterhin Jagd, das ist wichtiger. Ich denke, sie hätte mehr wichtige Dinge zu tun. Devils und ihre Pride. Aber ich kann nicht verstehen, warum ihr entkommen wolltet. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Das ist natürlich blöd. Okay, reicht mir erstmal. Kann ich mit dir eigentlich reden? Wir haben jemanden getroffen, der dich töten wollte. Need something? Ich habe so einen Monsterjäger getroffen. Er sucht euch. What? Who? What happened? Er wollte euch fangen und zurück nach Baldur's Tor bringen. Back to Baldur's Gate. Back to Cazador. There's no other reason he'd want me alive. Cazador. Ihr werdet eine Vampirbrut. Well, of course he did. I'm hunting a poor innocent for money. Isn't exactly going to win sympathy, is it? No. I'm here to save you from a monstrous vampire. That's much more convincing. Stimmt. Was ist denn wahr? Und wer ist Cazador genau? Yes. You don't know. Cazador is a slaver in Baldur's Gate. He captured me a long time ago. Insisted I call him Master. I only escaped when the Mind Flayers snatched me away from him. Sehr glücklich. I shouldn't be surprised Cazador's hunting me. He always was quite, obsessive. Warum will er euch lebendig? Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. Okay, und zwar ein Dämonenjäger, war ein Gur. Sagt euch das was?
Of course he'd send a girl to hunt me down. I suppose I shouldn't be surprised. Cazador always had a twisted side. Aber wir haben den Handel, den der Hexe machen wollte, glaube ich, verhindert. Er sollte ihn mir auf den Hals schicken hier draußen. Er wollte euch gefangen zurück an Baldur's Tor gehen. Keine Sorge, bei mir sind Sie sicher, er wollte euch nach Baldur's Tor gehen. Das hat man schon. Ich wollte euch so ein, nicht so einfach gehen lassen, muss ich mir Sorgen machen. Ja, aber nicht. Wir müssen uns auf unsere Wits uns und alle Monsterhunter auf Sicht töten. Das ist jetzt sehr. Okay, nee, da bin ich irgendwie dagegen. Speak. Sind Kribbel der einzige Zeichen, dass wir was ohne Heilung sonst wird? Bilde ich mir noch ein oder seht ihr mich anders an? I have a confession. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist verliebt. Hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Oder auch nicht. Und ich hatte euch für grausam, stur und voreingenommen. Yes. All that is true. I am cold as the sea of night. Das glaube ich nicht. But you have stoked fires I didn't know I possessed. I swear. You would tear the horns off one dragon for plunging into another. You've gained my respect. And more still, my learning. Ah, Romans. Das geht aber schnell. When I come near, your odor alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Bist du jetzt nicht so attraktiv, dass ich mit dir unbedingt ins Bett steigen will? Wenn ihr mich so respektiert, warum seid ihr dann so eine nörgelige Kratzbürste? Anbandeln, die Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. Nee. Wenn ihr mich so respektiert, warum seid ihr so eine nörgelige Kratzbürste? Vlakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver. And my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Poof. Enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight. Du bist ein bisschen obsessive damit, ne? But I want it all the same. Do you? Nee. Nee. Loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might nee. Du hast mir viel zu spitze Zähne. Du würdest mich wahrscheinlich aufkratzen, alles mögliche. Nee, danke. Kann ich drauf verzichten? Dass jetzt schon die ganzen Romance-Optionen kommen, wundert mich ein bisschen. Kann ich mit dir nochmal reden? Über irgendwie andere Dinge? Wie war es so ein Kratzen? Courtiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist, brave as Balduran, stubborn as a deep rofe, daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. Er kann tanzen. Das würde ich wirklich gern sehen. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Das glaube ich nicht. Kommt schon, für mich. Tempting. Give it some time. Develop a bond and maybe I'll show you a move or two. Ich soll diesen Pakt beenden. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Ah, ist sie sicher? Warum sollte ihr einen Befehl überhaupt folgen? Was könnte sie tun, was schlimmer ist als das, was sie bisher getan hat? Warum greifen sie einfach an, wenn sie nächstes Mal erscheint? In dem Vertrag muss ein Hintertürchen geben, durch dass ihr hinausgelangen könnt. It could well be. She has the blighted thing.
What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. Oh. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Wenn wir unsere Würmer vereinen, können wir sie schlagen. Machen wir nur Sorgen, was sie uns als nächstes antun. Wir werden sehen, ob es sich lohnt. Vielleicht brauchen wir den Pakt letztendlich doch. Die Würmer haben schon eine gewisse Macht. Wenn wir die vereinen, können wir sie schlagen. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Bin ja auch ein Hexenmeister. Hallo. Welcome back. Achso, ich kann dir aber was geben, ne? Du wolltest doch hier... What's on your mind? Apart from finding me an artifact to consume, which I assume you're pursuing with the appropriate urgency. Tatsächlich haben wir ein Artefakt dabei. That is most gratifying to hear. May I? Okay, ein magisches Artefakt geben, und zwar hier zum Beispiel Corellons Gnade. Ja. Funkelhände, Funkelblitze, Handschuhe der Macht. Also von 1 4 auf die Angriffsreitung des Ziels. Ja, gib mir ihm das. Reicht das nicht? Thank you. Wahrscheinlich hält es länger an, wenn es ein mächtigeres Artefakt ist, oder? It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me. Das ist mal eine Metapher. On the dread altar of the heart. Das ist mal eine Metapher. This doesn't feel quite right. I mean, it never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Oh. Brauchst du es Stärkeres oder was? Was geht hier vor sich? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle. The okay, du brauchst fire es mehr. Remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. Dann müssen wir dir wohl ein mächtigeres geben. Kann ich dir noch eins geben? How can I help? Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my... I do not yet need to consume an item. Okay. But keep it close by. It will not be too much longer. Gut, dann nicht. Muss ich das so einfach ist, Magie zu wirken? Sagt euer Zustand, warum erfordert er. Sagt euer Zustand, warum erfordert er Magie? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop? Along comes. Dann kämpfst du um deinen eigenen Körper oder was mit irgendwas? Das ist nämlich hart an Lose. Beyond the borders of my body alone. Okay. So. Mit dir haben wir geredet. Reden wir nochmal mit Schattenherz. Der ging's doch auch nicht mehr so gut. Hallo. May the darkness protect you. Warum hattet ihr Schmerzen über eure Verehrung zu Scharin? I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Okay. Okay, ich kann sie entweder sagen, ist mir doch wurscht. Und ich kann ihr sagen, vertrau mir doch. Dann würde ich sagen, ich habe kein Problem mit Scharanhängern, war habe ich wirklich nicht. Let's try. Das ist sogar gar nicht so schwierig. Zum Glück haben wir einen Bonus auf Charisma. Jetzt haben wir das verkackt. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah. Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her.
Frisch, Glaube ist eure Sache, ich futter euch nicht, so oder so. Ihr Titel klingt nicht gerade einladend. Char hat vielfach schlechten Ruf, ihre Verehrung ist mancherorts gar verboten. Ich futter nicht oder so. Most are afraid of my lady. Ach. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Anderen Dingen zuwenden. Weil gefühlt nicht los, dass ihr und ich die Chance auf eine Beziehung verpasst habt, eine echte Beziehung. I think I know what you mean. There's an undeniable rapport, and yet we haven't made time for each other. Time alone. Woohoo! Easily remedied, if you like. I know a place. Woohoo! Zeig bitte den Weg. Let's Not go. Not just yet. Let's choose our moment. Some quiet night, when the others are asleep and there's no distractions. Ach, dammit. I'll come for you. Okay, das passiert dann wahrscheinlich mal irgendwann später. You already know my biggest secret. What more can you ask? Wer ist gekommen, Char zu verehren? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. Okay, sie hat irgendwie She's gerettet. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. Okay. Und was habt ihr noch so zu erzählen, was nicht mit Char und Larven zu tun hat? What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced. Well, I like night orchids and can't Nachtorchideen und kann nicht Is schwimmen. That the sort of thing you meant? Okay. Nachtorchideen ist ein gutes Geschenk. Zeig mal nach, wenn wir jetzt vorbei hinkommen. Wollt ihr mir sonst noch was sagen? I can't. Okay. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Char's secrets. And I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Char's mission, then my memories will be restored. Okay. Das klingt extrem. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Char will reward me, when I succeed. Na, hoffentlich. Reicht erstmal. Okay, wir haben jetzt mit der irgendwie rumgebundelt. Können wir mit Doggy noch was besprechen? Oh, achso, wir haben... wir haben unser... Hä? Wir haben unser Tierensprechen nicht wieder aktiviert. Ist natürlich nicht so smart. Hey, Soldier. Ja, was hat sie damit gemeint? Achso, das sagt sie mir erst, wenn wir die Paladine gemacht haben. Ich glaube, dann haben wir alle besprochen. Lange Rast. Auto wählen. Ich glaube, ich sogar relativ schwere Sachen zuerst. Nom 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 nom. It seems to be the perfect night to spend a little time together. Aha. Just you and I. Assuming you haven't changed your mind, of course. Oh, eine Halbelfe wäre schon gut. Hier, geht voran. Let's go. Ich wollte gerade sagen. You made it. Come here. Sit with me. Das will ich nicht verpassen. So eager. I'm surprised it took you this long. Well, to begin. I think a toast is in order. Any suggestions? Auf den Sieg, aufs Überleben. Aufs Überleben hört sich gut. We could have toasted to that every night so far. Ja und? Here's to many more. Survival. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. Das über mich. Ich staune über Interesse, aber erzählen, dass du in Baldur's Tor aufgewachsen bist. Andere möglich als Gespräche. Ich erzähle, dass ich in Baldur's Tor aufgewachsen bin. Seems like you truly know the city. I never got to explore it to my liking. Ich bin Halbling. Ich habe immer Zeit, die Stadt zu erkunden. Don't stop now. Not just as things are getting interesting. Ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Ist er dran? Das ist nur gerecht. Ist er dran? Fuck. Ich bin nicht dran. Sie ist nicht dran.
Erneut würfeln. Sie soll dran sein. Yes, jetzt ist sie dran. Don't laugh, but I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shard, secrecy is everything. Geht's uns auch. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things, they're lost to me right now. Tja, blöd gelaufen. Dachte euch, ihr könnt nicht schwimmen. Habt ihr mir mal erzählt? I did. And you ja, heute Nacht habt ihr es mir erzählt. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Woohoo! Fade to black. Wir haben nicht rumgevögelt. Wir haben nur die Nacht zusammen verbracht. Glaube ich. Vielleicht vögeln wir noch rum. Oh moin, was ist denn hier in der Hand? The others will be awake soon. Haben wir gar nicht gepennt. Das ist aber schlecht für eine lange Rast. Ah, ich gucke mal verliebt in die Augen. Let's go. What? Ihr seid schön. I know. Wow. Sweet to notice. Thank you. Wow. I know ist ja wohl die beschissenste Antwort auf ihr seid schön. Ich hoffe, es wird noch mehr geben. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. Woohoo. Wir küssen sie mal. Knutschi knutsch. Kein Fade to Black. Dann kann es doch nicht in der ersten Nacht rumvögeln. Dann kann in der ersten Nacht erstmal anfangen mit der Beziehung. That didn't hurt, did it? Tatsächlich nicht. Das war den Schmerz wert. Es hat ein wenig gekribbelt. I'd like to think that would have happened anyway. Let's head back, if we must. Moment, warum kann ich jetzt wieder mit ihr reden? What happened now? All's well, I hope. Ich wollte mal über die Nacht sprechen, die wir zusammen verbracht haben. Natürlich aus ihr. Habt etwas. No. I just wanted to see how you felt after the night we spent together. Ooh. When we talked and kissed. Ich hoffe, es gibt noch mehr davon. Jetzt erst, vielleicht war es zu viel des Guten. Ich weiß, was du schätzt, aber nicht du. Okay, du kannst es jetzt sogar noch abbrechen. Come on, Fehler, wir sollten vergessen, was geschehen ist. Nee, wir können schon weitermachen. Though I'm not sure what kind of courtship will be afforded, given all that we're facing. But if you want to see where this goes, I do as well. Okay. Ihr und ich, so, nein, das geht viel zu schnell. Ich kann jetzt nicht sagen, wir haben was Besonderes. Lass mal vertiefen, das geht nicht. Moment, hier gibt's ja noch mehr. Was ist denn das? Yo, what? Was ist denn das hier für eine alte Kirche? Ich bin irritiert. Aber ich glaube, wir können hier rausgehen. Ein Lager verlassen. Okay. Speichern. Die romantische Nacht abgespeichert. Können die, glaube ich, theoretisch. Kann man springen? Nee, kann man nicht. Aber wir können hier auf jeden Fall langlaufen. Schön ranbleiben, Leute. Au. Ja, cool, danke für den Hinweis, dass es eine Falle gab. I'm ready. Whatever it takes. Nee, nicht auf. Fuck, ich hab den falschen geheilt. Ich wollte ihn heilen.
take you. Ja, gut, dann habe ich den richtig guten Heal habe ich jetzt auch noch verschwendet. Ach, fuck it. Ich lade nochmal. Das ist ja eine absolute, das ist ja doppelt und dreifach schief gegangen. Gerade. Also ich hab die Full-Life-Tante sich selbst heilen lassen. Das war ganz schön viel Ressourcenverschwendung. Die Zauberblitze sind echt hart limitiert bei dem Spiel. Das ist bei Divinity Original Sin wegen der Regelgrundlage, die anders ist, ein bisschen entspannter. Weil du hast einfach Cooldowns. Und dann ist halt wurscht. So, wir können übrigens mal das wieder ausmachen. 30 XP gab's hier? What? Das Netz. Step carefully. There's a trap. Entschärfen. Und ich habe sogar. Nee, ich habe Nachteil. Oh shit. Fingerfertigkeit Nachteil? Warum? Weil ich in dem Netz bin? Ja, whatever. Wissen wir es trotzdem. 17, 18. Achso, weil ich den. Lol, Nachteil, weil ich den Dingens anhab. Ich sollte ihn vielleicht doch wieder wegnehmen. Achso, weil ich nicht geübt bin damit, ne? Ich bin nicht mit Schilden geübt. Deswegen Nachteil. Rettungswurf gelungen, Netz. Just as I expected. Entschärfen. Jetzt habe ich keinen Nachteil mehr. Okay. Plonk, plonk, plonk. 23. Ordentlicher Wurf. Eingesponnen. Okay, wie lange bin ich noch eingesponnen? Gar nicht so lange, oder? Watch how you go. So, das soll man nochmal entschärfen. Flomp. Oh shit. Das reicht nicht. Das kostet nur einen Fallenentschärfungskit. Das löst es, glaube ich. Doch, es löst es aus. Unangenehm. Aua. Tat ein bisschen weh. Aber wir sind durch. Ist natürlich blöd, dass das schief gegangen ist. Wahrnehmung fehlgeschlagen. There is work to do. Wahrnehmung erfolgreich. Dann machen wir hier wieder entschärfen. Bonus hinzufügen. Net 20! Kritischer Erfolg. Aber keine Falle. Wir könnten uns wieder hier rüber porten, glaube ich. Können wir hier rüber springen? Wir können hier rüber springen. Wahrnehmung. Ach, fuck. Hier sind so viele Fallen. Das ist voll gemein. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Schon wieder. Das war wieder so knapp. Oh, jetzt muss ich aber perfekt rollen. Nope. Ich würde gerne nicht noch eine Falle aktivieren eigentlich. Ach komm, erneut würfeln. Ja, danke. Puh. Nochmal speichern. Wir haben wieder Half-Life, ne? Das ist... Hexenmeister Tod, andächtige Wesp. Achso, das sind aber Goblins. Die sind aber gar nicht gegen uns, könnte das sein? Light on my feet. Speichern wir nochmal. Hallo. Looking at a future true soul you are.
Boss Ragslin says I'm next in line. Die können wahre Seelen machen? Okay. And the Gnoll gnawed her arm clean off. So much for the flaming fist, eh? Uh-oh. Eine flammende Faust wo? You ain't here. We sacked Joaquin's rest and left it to burn. Doch, da war ich. Drow flinging magic. Gnoll snapping off heads. In's nothing but a pile of ash by now. Glorious. Inzwischen geht's dem eigentlich wieder ganz okay. Hat jemand überlebt? Bunch of prisoners got towed to Moonrise. City snobs mostly. But the flaming fist? Pile of smoking corpses. Das stimmt gar nicht, da gibt's noch ein paar. Wisst ihr, so wie ich den Weg nach Mondaufgang? You ain't know the broken road? Meh. Zerstörte I'll tell you real slow like, so you don't miss it. Goblins sind so cool. Die Interaktionen sind so awesome. Feuerweinfass. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Ich dachte auch, ich kann das von hier machen und nicht, dass ich hier drum rumlaufen muss. Okay, die werden auch aufgeschreckt, wenn man hier was macht. Okay. Wir lassen das mal mit dem Clown. Wir müssen jetzt nicht mit den fighten. Auch wenn die Stufe 2 sind, die könnten wir wahrscheinlich sogar relativ entspannt wegmachen, aber das sind alles Ressourcen, die wir dann brauchen. Die wir bestimmt später noch brauchen werden. Wo gehe ich jetzt eigentlich hier hin? Nicht daran, wo ich hin wollte, mit Sicherheit. Weil ich wollte ja nach Norden gehen. Wieder ein wie viele verbundene Schätze gibt's denn hier? Nur die Säurefiole ist spannend, alles andere. Hier geht's zum Gebirgspass. Da will ich nicht hin. Da geht anscheinend eine neue Map. Da wollen wir definitiv nicht hin. Wir sind schon im Goblin-Lager, oder? Weil hier ist doch der Eingang. Oder bin ich blöd? Aber der eine hat doch gesagt, es gibt einen Geheimweg. Den da meint er, glaube ich, ne? Direkt an der ersten Wache vorbei. Kein Weg ist es. Auf jeden Fall. Gucken wir mal. Kann ich da aber rüber hüpfen? Für 2 TP Verlust. Dann kann ich da rüber hüpfen. Sieht's nicht so angenehm. Die Frage ist, ob die uns überhaupt ein Problem mit uns haben, weil die Absolute und so, die fand das ja eigentlich gar nicht so schlimm. Hallo Volo, was machst denn du hier? Hallihallo Sonix, wunderschönen guten Tag. Volo ist aber eigentlich kein Bader. A stranger in a fair camp. Life must recoil if you must. Ich erinnere mich mit dem Goblin-Händler. You got something jingling in your pocket? Looking to spend it? Diese, you don't have some jingling in your pocket? Es ist so gut. Zeig mal her, was du hast. Es ist so gut. Ja, ich spiele auch Baldur's Gate 3, genau. Was hat denn der hier? Zweierschuhe. Die Sprungweite bei 1,5 Meter erhöht. Akrobatik plus 1. Fellrüstung. Seltene mittlere Rüstung. Gleich wie du erhältst einen Bonus plus 1 auf Geschicklichkeitsrettungswürfe und Geschicklichkeitswürfe. Du erhältst einen Bonus auf plus 1 auf Initiative. Bonus. Oh, aber ich kann nur leichte Rüstung tragen. Shit. Ich hätte gern den plus 1 Bonus auf Geschicklichkeitswürfe. Können wir das hier mal kurz. Was hast du? 3 bis 12. Achso, das habe ich in der
Pik ist aber nicht. Das ist glaube ich eine Zweihandwaffe. Das wäre eine gute Markierung. Was davon ist eine Zweihandwaffe und was davon ist eine Einhandwaffe? Verdammtes Hammer, das ist doch auch eine Zweihandwaffe, oder? Aber da kann ich dir nicht so viel zuschauen und spoilere ich mich noch. Hat gestern auch angefangen. Ja, das tut mir leid, Sonix. Dann kannst du mir nicht allzu sehr zugucken. Ich bin jetzt schon 15 Stunden drin. Aber ich bin immer noch im ersten Gebiet, sag ich mal. Ich bin noch nicht aus dem ersten Gebiet raus, aber... Ah, da steht's. Zweihändig. Perfekt. Kampfspitzhacken sind nicht geübt. Großer Knüppel. Zweihändig. Ist ein Zweihandknüppel? Daran wäre sie aber geübt, tatsächlich. Aber dann hat sie halt kein Schild mehr. Dann vermutlich bist du auch zweihändig, ja. Und geworfen kannst du werden. Meergrün, Purpur, schlammiges Rot. Alles klar, Sonix. Danke fürs Reinschauen. Bis bald. Du kannst mal hier die Sachen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Mittlere Rüstung, leichte Rüstung, beschlagene Lederrüstung brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ich habe schon eine... Ja, möchte ich. Genau, gepolsterte Rüstung habe ich hier. Das E plus 1. Ein weniger Wuchtschaden. Ja doch, ist sinnvoll. Die leichte Rüstung von 12 brauchen wir, glaube ich, nicht. Moment mal, leichte Rüstung ist voll gut auf 12. Mittlere Rüstung 13, Kettenhemd. Das hier können wir glaube ich verkaufen. Großschwert, auf jeden Fall können wir die ganzen Goblin-Sachen verkaufen. Kurzschwerter, Hackbeil, Goblin-Bogen. Langbogen, Kurzbogen, wir haben noch einen Langbogen. Kriegshammer vielseitig. Du bist auch zweihändig. Rapier ungeübt, mit Langschwertern ungeübt, Krummsäbeln ungeübt. Echt viele Langschwerter. Rapier, Silberbarren. Wollen glaube ich alles mal verkaufen. Dann die Fellrüstung plus 2, mittlere Rüstung 14. Bonus auf Geschicklichkeitsrettungswürfe. Würde ich, glaube ich, schon gern haben wollen. Müssen wir ausgleichen. Tauschen. Hast du noch was? Du hast noch was zu verkaufen, auf jeden Fall. Kaufen wollen wir, glaube ich, von dir nix. Du hast nichts, aber du hast gar keine Tränke, du hast Heiltränke. Kannst mal zwei Heiltränke kaufen. Hast du noch einen Heiltrank? Du hast auch keinen Heiltrank mehr, du kannst auch nochmal zwei kaufen. Heiltränke sind sehr, sehr wichtig, würde ich behaupten. Du hast auch keine einzige Heiltrank. Oh, scheiße. Jetzt haben wir aber... Ach, hier, Trank der mächtigen Heilung. Ups. Ich wollte dich nicht beleidigen. Entschuldigung, Entschuldigung. Was haben wir denn hier noch? Giftige Schleimbombe. Können wir komplett verkaufen, würde ich sagen. Malachit. Kopf eines zerbrochenen Speers. Rauchpulverbombe. Period. Ich glaube, die ganzen Edelsteine verkaufe ich auch mal. Jetzt hat er nämlich jede Menge Gold, dann kann er uns den ganzen Scheiß auch abkaufen. Perle, Blutstein, Achat, Onyx, Amethyst, Drowgift, Säurefiole, Steine so viel, die beim Auftreten explodiert. Rauchpulverbombe. Energieschaden. Einfach nur eine Flasche? Warum habe ich einfach nur Flaschen dabei? Ölflasche, Zeug an brennbare Oberfläche. Ätzende Knolle, die verkaufen auch an den stacheligen Knollen. Alte Schriftrolle. Bücher. Reiseführer, Herren der Nacht und Freunde. Wohllos Reiseführer, behalten wir mal, den können wir nämlich eventuell noch gebrauchen. Dich verkaufen, dich verkaufen, dich verkaufen. Lederhandschuhe verkaufen, glaube ich.
Kalachs Stiefel verkaufen wir auch. So, und die ganzen ganze Schmuck, beschlagene Lederrüstung und Dolch brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Bittere Scheidung verkaufen wir auch. Pfeil der Säure. Stimmt, wir haben ein paar Tränke der Heilung. Trank des Sprechens mit Tieren. Und das seltsame Buch verkaufen wir auch. Öl des Brandstifters. Tauschen. Achso, wir könnten aber natürlich ihr eine fettere Waffe geben, weil sie hat ja eine Zweihand-Axt und der hat, glaube ich, ein paar Zweihandwaffen. 4 bis 15, 6 bis 16. 2d6 plus 4 oder 1d12 plus 3. 5 bis 12. 5 bis 15. 5 bis 14. 5 bis 12. Er singt die ganze Zeit. Sprungreichweite ist erhöht. Träge ein Ziel Hyatt, erhält es für 3 temporäre Hitpoints. Wait, das willst aber du haben, Madame. Weil du bist unsere Healerin. Und das hier, du bist im Umgang mit Langbogen und Kurzbogen geübt, um deine Fernkampf und ihre Bewirkungsweise zu den Schaden. Ist auch ziemlich awesome. Gib mal her. Ist einfach, du kriegst eine Übung dadurch. Kurzbogen und Langbogen geübt. Weiter springen ist, glaube ich, nicht so wichtig. Wie gesagt, die bessere Waffe. Einfach das Großschwert statt die Zweihand-Axt. Üben mit diesen Waffen für den Schalter frei. Wir sind, glaube ich, geübt. Was würde es dastehen? 6 bis 16 ist halt einfach besser in allem. Ja. Großschwert. So. Jetzt müssen wir halt mal, also ja, erstmal müssen wir das Ganze sortieren wieder. Und wir müssen Sachen ausrüsten. Die haben wir, glaube ich, denn du hast aber eine Armbrust. Dann musst du den Langbogen nehmen. Als Fernkampf. Und dann kriegst du logischerweise auch die Pfeile. Ist dann sogar richtig, dass du schon einen Pfeil hast. Strahle Übelkeit? Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Wyverngift, verdünnte Öl der Schärfe. Das Öl der Schärfe gebe ich, glaube ich, mal dir. Pfeil der Säure kriegst du dann. Das ist irgendwie ein ungünstiger Zeitpunkt, glaube ich, um meine Sachen zu sortieren, habe ich so das Gefühl. Ist so ein grundlegendes Gefühl. Alchemistenfeuer. Schriftrolle des Zerberstens. Ich dachte, ich hätte noch ein paar mehr Pfeile gehabt. Aber anscheinend nicht. So, aber du kriegst auch die noch, damit du mehr besser heilen kannst. Und du kriegst eine bessere Waffe. So, was ist ein fettes Großschwert plus 1? Auch wenn du eher so eine Axtkämpferin bist, hast du jetzt. Ist jetzt so, wie es ist. So, speichern wir mal den ganzen Quatsch. Wie ist denn noch ein Händler? Achso, du bist der Händler, der andere. Geht noch mit ihm. Er kann ganz gut unterhalten. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filth henny. So
Raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Raxlin, the true soul, and let you glide. Kriegt aber ganz gut hin. Deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Frank Olide, ich kenne diese Sprache nicht. Bravo, Buh, runter von der Bühne. Ihm deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Ich rufe Bravo. Who's that? Friend of yours? You up to something? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. Ich hab Bravo gerufen. Never. Come, let's continue our ballad. Draw Raxlin. Ich hab wirklich nichts vor. Ich bin nur da. Draw Raxlin. Okay, jetzt hab ich aus mit Bravo aus Rhythmus gebracht. Lol. You broke him. Wait. Draw Raxlin, we pray, we... Come on, Pigeon, back to your cage. Now, look what you've done. Ich hab nur Bravo gerufen. Come on! Of course, man. That's Gribble, idiot! Ich hab nur Bravo gerufen. Yes, reckon it can fly. Me. No. What the fuck? Fact. Dragons are fat and they fly fine. Oh, ein Eulenbär-Junges. Die haben die Eulenbär gekillt. Oh, ich kann hier aber keinen Kampf vom Dingens brechen. Oh, scheiße. Also, die sind alle nicht so stark. Wenn ich hier meine Boys rufe, meine Ogre. Oh. Außer du bist ganz schön stark. Priesterin Gard, bitte eine Goblin-Priesterin um Hilfe. Das könnte hier alles kritisch werden, bin ich ehrlich. Hallo? No, go inside. Inside. Boring. Boring? Darf ich einfach rein? Okay, ich darf einfach rein. They're just having a bit of fun. Oi, so much. Oi, ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. Okay. State your business now. As the symbol glows, power courses through you. Können Sie wieder mit dem platt machen? Mit den Editinen. Ihr könnt es aber auch einfach täuschen. Ich habe eine Audienz bei dem, der hier das Sagen hat. Finde ich gut. Let's go. Nice. Ich hab eine Audienz, bei dem ich das sage. Komplett überzeugend. Right. Well. You ain't the first foreign type. Oh, wir waren schon Fremdlinge. Gonna have to be a bit more specific though, mate. Absolute's got a few favorites around here. Ha. Zu wem will ich jetzt? You here to see Priestess Gut? Boss Raxlin or the Drow? Ja. Drow haben den Herzog überfallen. Die Priesterin könnte uns helfen und der Boss hat den Druiden. Scheiße. Ist noch jemand da zum Abstimmen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin beim Boss. Well, look. Big Boots here has an appointment with Draw Raxlin himself. Throne room's at the back. He's communing, mind. So step soft. Okay. Bloody racket. Sehr wichtiger Parasit, Ben ist inspiriert. Jede Menge XP und eine Inspiration gekriegt. Sinduna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough.
Let's do what we have to do, then get out of here. Ach stimmt, das war unser Luna-Tempel. Nicht euer Lieblingsort, nehme ich an. But yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Ja, tut mir leid. Aber wir müssen halt hier rein. Servus. Gehen hier so ab. Wir müssen doch sowieso durch den Thronsaal. Goblin Decorations are an improvement. So, andächtige Masse, wahre Seele Gatt. Moment, wahre Seele Gatt? Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gatt needs to touch you too. Achso, das ist die Priesterin. Hold out your arm so I can mark your flesh. Ich will mich nicht. Ich lasse dich einfach mal ein, mein, auf ewig in mein Fleisch brennen. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't you? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. Die hat auch ein Parasiten. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Ja, ich brauche nicht gebrandmarkt werden. Tief in die Gedanken vordringen. Versuchen wir das. Floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Und? Both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Unerwartet nett. Meint ihr, was immer dieser Schatten bewirkt, könnt ihr wieder hinkriegen? Ich habe eine Kreatur im Kopf, könnt ihr da was machen? Ich wüsste jede Hilfe zu schätzen, ich brauche einen Heiler. Können wir durch die Augen sprechen? Ich will nicht dieses Rabble interferieren mit true soul business. Let's go to my chapel. Okay. Priestess, we want the mark. Why do they think they're talking to a god? Aren't we good enough for the Absolute? Okay, dann gehen wir wohl zur Seite. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier tue. Oh, da drüben ist wieder ein Händler. Hallo? Was machst du denn hier? Is that the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today, so I'm feeling generous. You recognize the crest she bears, the winged serpent of the Zentarim. Was sind denn die Zentarim? Ihr seid doch kein einfacher Händler, oder? Ihr gehört zum schwarzen Netzwerk. Half right, sharp eyes. A Zen is a normal trader. Just a matter of what's for sale. Weapons and other exotic goods, true enough. But most of all, we offer discretion. Okay. No judgment, no right and wrong, just good deals and bad. Wer bezahlen kann, kriegt alles von ihnen, okay. Ja. Lass mich mal die Waren sehen. Oh, shit. Fünf bis 14 ist genauso gut wie die andere. Fünf bis, der hat sogar 4 bis 15. Die Streitaxt ist nicht so geil, sind wir mal ehrlich. Da war der Goblin besser. Dreizack, Kurzbogen. Oh, Streitkolben könnte aber gut sein für dich, ne? 3 bis 8 statt 2 bis 7. Ist halt einfach um eins besserer. Mittlere 15 auf mittlerer Rüstung. Du hast ein weniger Hiebschaden. Das wäre auch für dich gut, weil du es auf mittlerer Rüstung auf 13. Untote, die den Täter angreifen und treffen, erleiden 1 bis 6 gleißenden Schaden. Tiere, die den Täter angreifen und treffen, bewirken zu 1 bis 6. Bewirken zu 1 bis 6 gleißenden Schaden. Oh shit!
Ringpanzer, schwere Rüstung 15. Schwere Rüstung trägst nur du bis jetzt. Das sind wir auf Stufe 16. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Stärke, Rettungswürfe und Stärkewürfe. Nach der Beheimlichkeitswürfen. 17. Du leidest ein weniger Hiebschaden. Oh. Noch eine Rüstungsklasse mehr wäre schon geil. Kettenpanzer, eine verbesserte. Rache der Natur. Wenn der Träger mit einem Zauber Schaden bewirkt, während er auf bestimmte Oberflächen wie Feuer steht, leidet es die Effekte dieses. Ja. Trank der Unsterblichkeit. Werde unsichtbar, dann vorzeitig. Schriftrolle Vampirberührung. Blutiger Zweihänder. Okay, Moment mal. Wir machen das mal kurz zurück. 6 bis 20 Schaden. Oh, hätte ich gerne. Auf ihr. Yes. Davon ist er wieder bei einer. Oh. Monster schlechter Gelebe. Goldenes Klingenstab. Feuerpfeil, Hervorungszaubertrick kann der dann. 1d8 plus 1d4 einfach als Angriff. Das ist, glaube ich, im Vergleich. Das wäre hier ein Upgrade für meinen Stab. Wo ich jetzt eine Fackel habe, natürlich, weil nicht ordentlich gewechselt. Okay, ich würde gern dich auf jeden Fall holen. Tausch mal das mal. Du kannst richtig gute Sachen. Holy shit. So. Können wir das Großschweller direkt wieder verkaufen? War ein bisschen wasted dann alles. Haben wir noch was zum Verkaufen irgendwie? Ja, wir haben die ganzen Sachen hier zu verkaufen. Würde ich sagen. Um wieder ein bisschen Geld reinzuholen. Drowgift. Ist hier der Blitzresistenz. Öl des Brandstifters. Trank der Geschwindigkeit. Hätten wir 50. Ich glaube, das bringt uns mehr, wenn wir es benutzen. Insgesamt. Wofür wert sind die leider nicht? Achso, aber die ganzen Schriftrollen könnten wir unserem Magier geben. Will ich noch was von dir? Goldlingstab. Monster schlechter Klebe. Diese Waffe bewirkt bei Gegnern das Monstrositäten-Typ zu ND4 Schaden. Die Sprungradweiche. 1,4 erhöht. Schriftrolle Blitz. 8 bis 48 Schaden. Yo! Halt einmalig. Wir wollten ihr noch eine schwere Rüstung geben, eine bessere. Weil die eine fettere Rüstungsklasse hat und wir wollten ihr, glaube ich, den dickeren Knüppel geben. 3 bis 8. Handarmbrust. Eine leichte Rüstung auf 12 haben wir, glaube ich, schon auf ihm, ne? Genau, die Polsterrüstung plus 1, leichte Rüstung. Du erhältst einen Bonus auf plus 1 auf Heimlichkeitswürfe. Ein weniger Wuchtschaden. Mittlere auf 14. Das haben wir schon. Bei ihr nicht. Moment, da haben wir denn ihr nicht die mittlere Rüstung gegeben, die sie auch hat, den Schuppenpanzer. Da hat man doch voll viele noch von. Ist wohl ein bisschen blöd gelaufen. Würde jetzt ein weniger Hiebschaden, aber glaube ich auch eine gute Idee. Oh, hier kommt sogar mittlere Rüstung 15. Das wäre sogar noch geiler. Schwere Rüstung 15, schwere Rüstung 17. Ja, dann kriegst du jetzt eine richtig gute Rüstung, damit du mehr aushältst. Und ich würde sagen, du kriegst. Oh, du hast. Oh, ja, hier habe ich ja noch eine bessere Fellrüstung. Die habe ich seit sie noch nicht ausgerüstet. Damit, da hätte ich ihr einfach die Rüstung geben können. Naja.
Ihr gebe ich den Streitkolben plus 1, damit sie halt normal zuhauen kann. Streitaxt ist zweihändig, ziemlich sicher. Kampfstab, Jägerdolch. Schwere Rüstung hast du nicht. Die mittlere Rüstung hast du. Ich hab sogar noch eine Fähigkeit, ne? Du hältst einen Bonus von Geschicklichkeitsrettungswürfe und Geschicklichkeitswürfe. Wenn der Träger einen Zauberschaden, das ist ja, nee, nicht so geil. Pfeil des... Was? Ilmantas, nekrotischer Schaden. Pfeil der Dunkelheit, verbreitet beim Aufträgen magische Dunkelheit. Ja. Schriftrolle Schockgriff, Nebelwolke, magisches Geschoss. Magisches Geschoss wäre, glaube ich, sehr cool zum Lernen für unseren Magier. Das kann er nämlich noch nicht. Schneesturm. Ach Mann, ich bin unentschlossen, das alles hier jetzt komplett Gold rauszupfeffern, alles. Vampirberührung, Flimmern, Schutz vor Energie, Blitz. Könnte ich ihm halt auch lernen lassen, ne? Dann kann der richtig fett reinbürsten. Oh. Okay, ich glaube, ich mache erstmal das. Dann hat sie nämlich einen besseren Hämmerchen. Können wir das wieder verscherben? Wollen wir den weiteren... Die mittlere Rüstung auf 14 hat... Die mittlere Rüstung auf 13. Wir wollten ihr eine bessere mittlere Rüstung geben mit 14, glaube ich, ne? Ja, wir wollten ihr, glaube ich, die schwere Rüstung hat sie ihm jetzt immer noch nicht. Die wollten wir auf jeden Fall noch geben. 17. Du kriegst eine dicke, schwere Rüstung. Mit der du geübt bist, ne? Genau. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen, das ist halt so. So, und du kriegst noch eine bessere mittlere Rüstung mit 14. Die hatte ich doch gerade. Ich bin ein Vollidiot. Die habe ich hier verkauft. Hier. Oh no. Hab ein bisschen Geld verbrannt, würde ich sagen. Ich hab's schon gekauft, eine bessere. Ich hab's nur nicht ausgerüstet. Oh Gott, bin ich doof. Jetzt habe ich doppelt Geld verbrannt. Jetzt behalte ich wenigstens die bessere mittlere Rüstung. Du hast eine Fellrüstung plus 2. Wir behalten einfach mal die mittlere Rüstung für irgendjemand anderen, dem wir bestimmt nochmal irgendwann begegnen, der das brauchen könnte. So. Frage ist jetzt noch, will ich mir noch einen Schriftrolle magisches Geschoss gönnen? Mach ich, glaube ich, an anderer Stelle. Pleasure. Aber darf ich trotzdem kurz mit euch reden? Need something else? Okay, ich darf nicht fragen, warum ihr hier seid. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Hä? Ich hab nichts getan. Ich habe mit ihr geredet. Bin schon weg. Weil ich hier einen Schritt zu weit gegangen bin, oder was? Okay. Still breathing, despite everything. Okay, wir speichern jetzt mal, nachdem wir jede Menge Gold verbrannt haben. One day I'll catch a break. Folgt der Priesterin und irgendwie hier noch was. Hier ist ja alles dunkel. Befug. Oi, come here. I ain't waiting around. Ready to clear your head. Kopf reinigen wäre gut. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Karlach ist einverstanden. Alle anderen müssen gehen. Er will nur mich. Okay. Dann lasse ich euch mal hier raus. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ready to clear your head? Bereit. Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Don't want anyone peeping on private matters, so... There we go. Secret and safe. Well, secret. Psionic feelers creep across your mind, like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Oh, ihr gestatten sich in Erinnerung umzusehen oder sie gegen das Eindringen versiegeln? Puh, ihr gestatten sich darin. Deeper, she sees the mind flayer holding a wriggling tadpole to your eye. And then the vision lurches. And you are looking through her eyes. As okay, sie hat auch eine drin. Squirms into her skull. Help! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Bei dir nicht, oder was? Ich bin noch bei Trost für eine andere Möglichkeit. Ich bin ziemlich sicher, dass in eurem Kopf auch ein Parasit zappelt. No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too. Yeah? What? Sie hat auch ein... Okay, ja, dann hol den raus, bin ich gespannt. Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. Okay, ich bin bereit. Let's go. You won't regret this. Being a true soul, you know the Absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. Oh. You recognize telltale flecks of werejackal blood. Es ist ein Schlaftrank. Davon schlafe ich ein. I'm trying to help. Okay. Dann trinken wir den Trank. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen der fucking Goblin-Schamanin. Let's go. Kann nur schief gehen. Mal sehen, was passiert. Ja, das Massier irgendwie rumbackt, ein bisschen schräg, so wie die Ohren oder was? Sweet dreams. I'll see your ugly mug on the other side. Das heißt, sie will mich umbringen? Wakey, wakey. Don't bother struggling. You ain't going nowhere. Hm. The Absolute wants to know all about that critter. In your head. So start talking. Ich wurde entführt. Ein Gedankenschinder hat mir das Ding hat mich mit dem Ding infiziert. I know that much. I saw the whole horrible story in your memories. And I know what happens next. Your teeth fall out. Your skin rips off. Nee, eigentlich nicht. You turn into one of them. Eigentlich nicht. Dann findet es heilt mich. Stop it! Why would I want to do that? I'm gonna keep you here so I can see every gory detail and hear every whimper and scream. Ich werde das wohl benutzen müssen, huh? Wenn ich mich wirklich verändere, werde ich mein erstes Mal zeigen. Not lightly. You're forgetting one thing. I've got the Absolute to protect me. But you, okay, Goblin-Schaman vertrauen ist ganz schön beschissen. Nothing more than a skin suit for that monster inside you. You're gonna be my new pet. A ferocious squiddy. All for myself. You test the weight of the chains, looking for weak points. Akrobatik, Handgelenk ausrenken und freiwinden, Stärke. Boah, ich kann nur Akrobatik machen, wenn überhaupt. Und das ist gar nicht so einfach. Mal sehen, wir Glück haben. Nein. Wir können Inspiration benutzen, die wir bekommen haben, fürs Reinreden. Einmal mache ich's. Wenn das dann nicht klappt, ist halt so, wie es ist. Ach, fuck you. A sharp pain shoots through your arm as the bone pops out of place. The chains hold tight.
Aber wo ist sie denn hin? Open your papers, freak. It's time. Wofür? You should be sprouting tentacles by now. But you're still the same kind of ugly you always was. Disappointing not to have my own squiddy. But your giblets will make for a tasty supper. Wer bist denn du? Hallo. Sorry. I may have left that a little late. No lasting damage, I hope. Wer bist du? Und wer seid ihr? Carilla Heartflame. At your service. Wieso habe ich die Ehre? You made quite an impression on my master. He sends his regards. Könnt mich für diese Ketten befreien. Sehr angenehm, danke schön. Done. And before you thank me, save your breath. You'll meet my master again soon and have a chance to show your gratitude. Wer ist der Meister? In the meantime, try not to get yourself killed. I won't always be watching. Sie ist Dr. Strange und weiblich, oder was? Okay, wo sind meine Boys jetzt? Steht immer noch da oben, oder? Schlüssel vom Vorhängeschloss, Schlüssel der Priesterin, Gedankenschein der Parasitenexemplar, ranzige Notiz. Lesen. Der neugierige Druide, der wo hier rumgeschnüffelt hat, ist nicht einfach nur irgendein Grabräuber und Abenteuerhase, nennt er sich. Hässlicher Name für einen hässlichen Bastard. Hab ein paar Worte mit ihm gewechselt, bevor die Peitsche seinen haarigen Arsch in die Zwinger gesperrt haben. Er meinte, dass in uns drin irgendwas fault, in mir drin. Er meinte, er kann uns gegen die Fäulnis tun und haben gesagt, wir brauchen keine Hilfe von niemandem. Haben wir noch nie und sicher nicht jetzt, wo die absolute Gefallenen an uns gefunden hat. Ich sage ja, dass bald in dem Kerl selber was fault. Unten in den Pens gibt's jede Menge fauliges Fleisch und wenn wir ihn aufschneiden, dann sorge ich dafür, dass er lang genug lebt, dass die Maden sich ein Nest in ihm bauen können. Okay. Trank des Schlafs, primitiver Streitkolben. Pegasusfeder. Ja, nehmen wir einfach alles, oder? This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind. Nee, eigentlich you nicht. You already know how. Den Verstand verschließen, Parasiten den Zugang verwehren. You were not ready. That's all right. But try to overcome this resistance Nein. sooner rather than later. Nein. We'll make things much easier for you. Also, schön, dass du mich gerettet hast, aber nein. Schriftrolle Person festhalten. Einfaches Gift. For now. Beschädigte Vase. Huch. Okay. Spannend, dass wir einfach hier gerettet wurden. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das? Das ist einfach eine Tür, die rausführt, oder? Ja. Seelenmünze, eine Abhandlung. Akademische Transparenzerklärung. Diese Forschungsarbeit wurde unabhängig finanziert und in Avernus durchgeführt. Der ersten Ebene der neuen Höllen. Die Gefangennahme sterblicher Seelen wird von Kerzenburg weder propagiert noch unterstützt. Das Konzept der Seelenmünze ist von gnadenloser Einfachheit. Die Summe aller persönlichen und magischen Essenz. Die Seele wird in ein geprägtes Stück Hölleneisen geprägt. Und von Teufeln und deren Kohorten als Währung genutzt. Die Seelenmünzen wechseln häufig den Besitzer, denn man kann mit ihnen Söldner und magische Gegenstände kaufen und sie sogar nutzen, um die eigenartigen Gerätschaften der Hölle anzutreiben. Allerdings umgibt die Seelenmünzen auch eine faszinierende Kultur. Ich habe mit einer Teufelin gesprochen, die angab, eine Münze zu besitzen, die sie niemals verkaufen werde, denn sie sei der Handel, der sie über den Status eines Lemuren erhoben habe. Sie brachte mich mit einem Halbelfen-Hexenmeister in Verbindung, der versprochen hatte, seine Seele nach seinem Tod für eine Münze bereitzustellen. Ich konnte seinen Vertrag einsehen, der unten angefügt ist. Die nächsten 50 Seiten bestehen aus einem hochlimitierten Vertrag in infernalischer Sprache mit einem kopfschmerzinduzierenden Anzahl an Fußnoten.
Okay. Ich habe quasi Seelen in Münzen gepresst. Über den Tod und Auferstehung. Lektion zum Leben mit Vernunft. Zariels Fall. Das Vorwort zu diesem kurzen Bericht über Zariels Fall fängt den Ton des gesamten Textes ein. Seid gegrüßt, ihr Vernünftigen. Ich kann schon leichtes Gemurmel und das erregte Klappern von Pfeifenstielen zwischen den Zähnen hören. Eine Lektion, die einem Erzherzog von Avernus gewidmet ist. Hat Harrington den Verstand verloren? Nur die Ruhe, ich versichere euch, das habe ich nicht. Es stimmt, komische Begebenheiten sind von Natur aus häufig unvernünftig, doch die Geschichte Zariels ist lehrreich. Ihr Niedergang wird euch an all die hochmütigen, weltverbessernden Nachbarn und Bekannten erinnern, die vollkommen zu Recht euer Misstrauen wecken. Eben noch schlagen sie euch vor, in dem brachliegenden Beet doch lieber Rüben statt Kartoffeln anzupflanzen. Im nächsten Moment haben sie ihr Küchenmesser an den Gürtel geschnallt und wollen mit euch die verlassene Gruft hinter dem Hof der Giels erkunden. Kurz gesagt war Zaria ein himmlisches Wesen, das die Aufgabe erhielt, das Auf und Ab des Blutkrieges zu überwachen. Dazu mehr in Band 21 angelegen, von ewiger Bedeutung für Vernünftige. Aber die reine Beobachtung war Zaria nicht rechtschaffen genug. Und Zaria ist doch die Will, die unsere, verdammt, ist mir der Name entfallen, unsere Tieflingsdame verknechtet hat. Nicht rechtschaffen genug. Weshalb sie entschied, sich unmittelbar zu beteiligen. Wie der tumbe Tor, der sie, wie sich zwei Burschen über einen umgeworfenen Humpen Bier zanken und ihnen statt belustigt zuzusehen, die Köpfe aneinander schlug und damit eine ausgewachsene Gasthausschlägerei auslöst. Sie fielen Avernus ein, wurde besiegt und herrschte nun dort, korrupt und böse. Was können Vernünftige aus dieser Mahnengeschichte lernen? Das ist doch offensichtlich. Trachtet nicht danach zu korrigieren, was nicht korrigiert werden kann. Blickt nicht auf ferne Länder und Konflikte, sondern auf eure Felder, eure Familie und eure Freunde. Wer sich in der Not anderer einmischt, den erwartet nichts als Leid. Okay. Der Tod und Auferstehung. Auszug aus Metatext Rückprall von Josefka Elgin, einer Gelehrten der Kirche von Denia. Zumindest bis sie wegen ihrer ketzerischen Bemühungen kommuniziert wurde, den Metatext zu rekonstruieren, die Annalen des verlorenen und verbogenen Wissens ihres Gottes. Welchen Wert hat ein Leben? Gewiss ist dieses Thema viel zu esoterisch, um auf diese Seite ernsthaft kritisch beleuchtet zu werden. Jedenfalls mag dies auf den ersten Blick so scheinen. Wenn wir jedoch den Mystizismus und die blauäugigen Emotionen außer Acht lassen, die unser Unterhaltsvermögen so häufig trüben, dann ist offenkundig, auf allen Ebenen des Kosmos hat jedes einzelne Leben sehr wohl einen zu bemessenden Wert. Nur ist schlicht nicht jedes Leben gleich viel wert. Man bedenke, wir wissen bereits, dass die Zerstörung unserer materiellen Form nicht das Ende ist. Wenn überhaupt, sind unsere Seelen nach dem Tod freier. Sie überwinden die Grenzen der Ebenen. Sie tun dies, um einen Ruheplatz zu finden, der für unsere Taten, unsere Überzeugung, unseren Platz im Leben am geeignetsten ist. Doch selbst diese Bewertung unterliegt den Kräften des Marktes. Fürst Kellemfor wägt unsere Seelen dagegen ab, wie sehr wir sie anderen Göttern überlassen und diese damit ermächtigt haben. Natürlich besteht noch ein alternativer Weg, nicht das Ende des Pfades, sondern die Chance, ihm neu zu beschreiten. Kleriker in allen Reichen besitzen die Macht, eine als würdig oder willens genug erachtete Seele zurück ins Leben zu rufen. Seltsam nur, dass diese Seele so oft auch jenen sind, die als wohlhabend genug geachtet werden, denn die für einen solchen Zauber nötigen Komponenten sind für die meisten Sterblichen unerschwinglich. Ich habe einige befragt, die auf diese Weise ins Leben zurückgekehrt sind, und ich muss offen sagen, sie alle waren derart langweilig und fantasielos, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, warum sie unbedingt zurückkommen wollten. Wenn man die Reise aber wirklich bewerten möchte, dann muss man sie gewisslich selbst unternehmen. Vielleicht macht diese große Enzyklopädie des Wissens mich eines Tages würdig genug, diesen Pfad zu beschreiten und wohlhabend genug zurückzukehren. Okay. Ich kann die nicht alle lesen. Oh, Melfs Säurepfahl. Wait, wer bist du denn? Und warum bist du tot? Leibwächter der Hohepriesterin. Burned from the inside out. Killed without a mark. Who the hell does she serve? Brennende Hände. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ja, GG. Wahrnehmung fehlgeschlagen ist mal ein bisschen blöd. Gibt's noch ein paar Bücher zum Looten? Ja. Ein lukrativer Pakt, die schockierende Wahrheit. Souvenirschrift eines Gesprächs mit Albert Harf, dem Autor und Regisseur von Ein lustvoller Park. Oh Gott.
Briefe aus Kerzenburg. Nehmen den ganzen Kram nur mit, um uns die unmöglichen, aber wahren Abenteuer des... Oh Gott. Es gibt so viel Shit zu looten und zu lesen. Briefe aus Kerzenburg habe ich jetzt dreimal, glaube ich. Ups, das wollte ich gar nicht. Okay. Also sie ist offensichtlich irgendwie hier reingekommen. Was ist das denn? Okay. Spannende Variante, das zu looten. Tierkadaver ist hier noch. Nope. 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 Oh, aber eine vergoldete Truhe. Nebelschritt. Beschwörungszauber des zweiten Grau. Das kriegt man einfach. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Jede Menge Knochen. Ich kann die Feuerschale, kann ich nicht anmachen. Holztisch, Tintenfass, Bücherstapel. Schrank. Tagebuch der Priesterin. Oh, das würde ich gerne lesen. Die meisten Seiten dieses alten Tagebuchs wurden grob herausgegriffen, vermutlich zum Feuer machen. So bringen die ineinandergreifenden Kreise die Vollmonde mit den Sternen überein und die Finsternis bleibt unten, wo sie hingehört. Der Abgrund ins Unterreich bleibt versiegelt. Ich räume ein, dass die Anordnung nicht narrensicher ist, doch ich muss zugunsten der Stabilität auf einige Komplexität verzichten. Ich habe mich immer gefragt, warum Selun mich aus der Halle der Wunder genommen und in diesen Tempel als Priesterin hat dringen lassen. Vielleicht war dies der Grund. Tierkadaver. Apropos Tierkadaver. Wir müssen wieder aktivieren, dass wir mit Tieren reden können. Wir heben das Buch einfach nur auf. Schriftrolle, Dunkelsicht, sprühende Farben. Elixier, Arcana, Kultivierung. Einfaches Gift. So. Haben wir hier, glaube ich, erstmal alles gelootet. Speichern wir mal, damit wir es nicht nochmal alles looten müssen. Felsspalte? Let's get on with it. Könnt ihr meinem Boy helfen? Wo ist denn der jetzt? Da. Ich bin etwa als Hauptcharakter gestorben. Da war eine Falle, glaube ich, drin und ich ist alles explodiert. Ich war instant dead. Das ist natürlich blöd gelaufen, war. Ich glaube, ich muss nochmal kurz auf Toilette. Von daher bin ich gleich wieder da.
So. Wir machen noch ein bisschen, würde ich sagen. So. Okay, wir sind jetzt natürlich zurückgegangen, weil wenn der Hauptcharakter stirbt, ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich würde das Gift mal dagegen austauschen. So, speichern wir nochmal. Bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt da raus will, wo ich... So, können wir hier nochmal speichern. Ich frage jetzt ganz oft. Ich glaube, es ist gefährlich. Wir werden hier, glaube ich, eher reinkommen können als raus. Ich glaube, raus komme ich hier doch einfach, oder? Ah, da ist übrigens hier Saloon und so, ne? Bin ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich kann überall Kerzen anmachen. Achso, hier, und eine Standfeuerschale, das würde vielleicht helfen. Und da noch ein bisschen Licht. Interlocking circles with moons and stars. This must be the seal mentioned in that journal. Stimmt. Ich soll vielleicht noch meine Leute holen, bevor wir hier irgendwas machen. Oh, nur fehlgeschlagen. RGG. Hier ist umgekippt. Aber da haben wir noch einen Kerzenständer. Moment, der Silberteller was wert? Silberteller ist bestimmt was wert, oder? Der ist ein bisschen was wert. Noch ein Silberteller. Laufen wir mal hier quer rüber. Dip, 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 dip. Oh. Ha! Hier geht's gar nicht raus. Das war jetzt nicht, was ich vermutet hatte. Ha! Okay. Das ist natürlich blöd. Insgesamt. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ich komme nur da raus. Gefühlt. Ich vermute mal, das ist eine Illusionswand, aber da komme ich nicht durch. Weil ich die Wahrnehmungsprobe verkackt habe. Theoretisch darüber, aber was nützt mir das, da zu sein? Ich kann auch dahin hüpfen, aber was nützt mir das, wie gesagt? Oh. Pfeil des Untotentöters. Und? Nützt mir was. Halt mir das mal fest. Ich komme nicht wieder hoch. Ich komme nur mit Nebelschritt wieder hoch. Moment, kann ich es aber auch dann andersrum machen? Von hier irgendwie da hoch? Wo ich nicht zweimal mit Nebelschritten muss? Ja. So. Okay, ich komme nur hier raus. Gut. Dann Felsspalte. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ja, RIP. So viele, das ist doch, kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht präpariert ist hier alles.
Oh oh. Oh, ihr seid das. Aha, da oben kann ich noch hin. Moment. Da habe ich aber noch einen Nebelschritt frei. Okay, hier ist wieder nichts drin. Kann ich jetzt einfach runterhüpfen? Ja, da verliert es ein bisschen Leben, aber ich kann zumindest wieder raus. Oder... Moment mal, hier geht es ja noch weiter. LOL, wo komme ich denn hier noch? LOL! Komme ich noch voll weit? Ist ja voll gut hier oben zu sein. Da oben ist nämlich noch eine Holztruhe. Okay. Drachen-Ei-Pilz. Nicht dahin? Nee, darauf darf ich nicht hüpfen. Komme ich denn jetzt hier wieder runter? Ohne. Also. Vorzugsweise ohne Damage zu kriegen. Hüpf! Voll der Abgrund, ey. Brakal. Gläubiger Maglubiet. Schlägerstufe 1. Bin irritiert. Hier ist ja auch noch... Oh, ich will da hoch. Bitte lass mich da hochhüpfen. Nein! Ich will da hochhüpfen. Please, let me. Moment, ich kann die Mage-Hand benutzen. Mage-Hand? Sie ist zu weit entfernt. Angriff, Hieb ohne Waffen. Zu schwer zum Werfen. Ach, dammit. Kann ich es zum Inventar hinzugefügt? Öffnen kann ich es. Ich kann mit dem Mage das Ding nicht öffnen? Das sehe ich ja anders. What to do? Das sehe ich ja anders. Kann ich es zum Inventar hinzugefügt werden? Warum? Okay, kann aus gutem Grund nicht zum Inventar hinzugefügt werden. Bewegen kann ich es schon. Begrenzt. Bewegen. Don't waste a step. Okay, ich glaube, wir springen doch runter. Minus 6 TP. Oh Gott, nee, Moment. Hier tat es weniger weh. Minus 3 TP. Minus 2 TP. Hopp. Au. Sogar nur minus 1. Sehr schön. Weil ich weniger Wuchtschaden kriege anscheinend. Okay. Oh. Machst du hier auf der Seite? Uff. Ja. Diebeswerkzeug ist hin, aber wir können ja nochmal versuchen. Noch einmal. Ach komm schon! Ich war die ganze Zeit nicht so kacke. Noch einmal. Ja, geht doch. Aber drei Versuche brauche, ey. Ist einfach lächerlich. So.
Hallo Leute, bin wieder da. I'm back in... Back in business. There you are. Glad you're all right. What happened in there? Dachte schon, Priestin Good bringt mich um, aber in letzter Sekunde kam jemand dazwischen. Really? Who? Ein Diener von Raphael, der Cambion, den wir getroffen haben. Okay, das ist also von meinem Traumdude, der Hexenmeisterin, aber ich weiß nicht, ob sie Freund oder Feind war. Ugh. So now the rat's sending out cockroaches. Joy. Glad you're in one piece, but I doubt this little favor will come without a price. Let's get rid of this tadpole. Cambion might lose interest when we're a little less, well, interesting. Nice. There are enough absolutists in this place to fill a reserve trench. One of them must have something interesting to say, right? Let's find out. Okay. Wir sollen die Leute befragen. Ist der Deal gewesen, den sie uns gerade vorgeschlagen hat. Wir können hier natürlich rüberhüpfen. Ich habe ihren Schlüssel benutzt, glaube ich. Also, das war die Tür, die ich... Ich habe völlig vergessen, dass es da eine Tür gab. Ups. Ne, hier war ich schon. Da war der Tempel. Ging weiter. Da war der Tempel. Das war die Felsspalte, wo wir nicht nochmal durch wollen, so wirklich. Dort unten haben wir gelootet. Gehe ich da mal davon aus, wir haben das alles. So. Was wird jetzt hier für eine Wahrnehmungsprobe in dem Bereich? Dürft ihr auch nochmal würfeln oder haben wir jetzt einfach die Wahrnehmungsprobe für immer verkackt? Okay, anscheinend dürft ihr nicht nochmal würfeln. Die war doch hier. An der Stelle. Dammit. Ey, ich bin mein Hauptcharakter wieder, mein Avatar, danke. Oh ne, das war hier, ne? Der Seite. Aber es dürfen nicht alle Wahrnehmung machen. Doch, jetzt. What's that? Hebel, aha! Okay, wir haben einen Hebel gefunden, aber das ist uns einfach nur verschlossen. Schloss knacken. Kann einem Hebel ein Schloss knacken? Schwierigkeitsgrad 15. Komm schon. Diesmal geht das für die Karma für die letzten zwei. Yes! Geh doch. Vielleicht bist du hier sogar noch. Holy shit. Geöffnet. Okay, dann haben wir hier jetzt den Geheimraum offen. Mal wieder speichern wäre ein guter Punkt, glaube ich. Logbuch der Sendungen. Dieses Logbuch ist als Referenzmaterial für das Archiv des Tempels gekennzeichnet. Es enthält Niederschriften magischer Sendungen des Tempels in die Tiefen. Die folgende Aussage scheint aus der Zeit der Tempelgründung zu stammen. Jaros Schluss mit der Naratei, ein neuer Tempel mit Siedlern, die da anzuleiten gilt. Und ihr schleicht lieber unten in der Tiefe herum. Wir sind Kleriker Saloons, benehmt euch entsprechend. M. Morna, die Dame weist den Weg. Was ist dieses Unterreich anderes als ein Pfad, den ihr Licht noch nicht berührt hat? Kommt, über Theologie können wir in der neuen Kapelle debattieren. J. Neue Kapelle, dieses Material, was für den echten Tempel war für den echten Tempel bestimmt. Nicht für euren Spielplatz dort unten. Was soll ich dem Haus des Mondes sagen? Sagt ihnen, sie sollen anfangen zu packen. Hier unten gibt es Höhlen, welche die inneren Kathedralen winzig erscheinen lassen. Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen, also dringen wir noch tiefer vor. Genug, Eingeweihte, das Unterreich ist kein Ort für solche Torheiten. Ihr habt nur Vizen bei euch, keine Silbersterne. Kehrt zurück unverzüglich. Eingeweihte, ignoriert mich nicht. Ich weiß, dass ihr reichlich Komponenten für eine Sendung mitgenommen habt. Antwortet. Jaros, antwortet. Okay, es geht um Jaros. Haben wir den Namen schon mal gehört?
und Morna. Morna, wir haben befestigt, was wir konnten, doch es wird nicht halten. Versiegelt den Tunnel und folgt uns nicht. Ihr hattet recht, dieses Reich gehört ihnen. Jaros, haltet durch, was immer es ist. Ich schicke euch Verstärkung, haltet einfach durch. Nein, keine weiteren Torheiten. Haben Novizen bevor, den Tunnel zum Einsturz zu bringen. Ihr werdet stolz auf sie. Vergebt mir, wir wollten nur ihr Licht verbreiten. Jaros, oberste Eingeweihte im Licht der Dame. Ich wollte es mitnehmen. Okay, ich kann jetzt hier in die Untertiefen steigen. Komme ich so nach Baldur's Tor oder was? What the fuck? Aber ich habe noch einiges zu tun tatsächlich, bevor ich da runter renne. Aber ich hatte doch... Nee, falsch. Ich hatte doch... Moment, achso, Zauberfunke, wie nimmt denn immer? Das gebe ich an Schattenherz. Gebe ich an Schattenherz. Nebelschritt. An wen kann ich auch so an unseren... an Karlach, damit die besser an die Leute rankommt. Das habe ich benutzt. Talisman der absoluten Beistadt, Bannzauber. Das will ich irgendwie nicht benutzen. Wenn der Träger das Mal der Absoluten trägt, ist er bei Todesrettungswürfen im Vorteil. Nee. Da bin ich irgendwie dagegen. Aber du kannst... Ach du hast schon was, aber nee. Schutz vor Gut und Böse ist, glaube ich, nicht so relevant. Verdünntes Öl der Schärfe. Gib das mal an Schattenherz und das an Schattenherz. Whatever comes, I'm ready. So, du hast die ganzen Sachen. Joop. Nice. Das können wir aber mal an Ben schicken, die ganzen Goldsachen, die wir jetzt noch ans Reste hier rumfliegen haben. Come on, let's go. Damit das ganze Gold bei einer Person ist. Und es wieder sortiert ist. Kriegsschild der Absoluten. Heldenmut. Schutz der Absoluten. Wenn der Anwender das Mal der Absoluten trägt, erhält er einen Bonus auf plus 1. Aber nur, wenn es das Mal der Absoluten trägt. That's the problem. Aber, Moment, das wollte ich eigentlich wollte, ist, wir hatten doch ein Buch, Totenauferstehung, Fromme Volk, Annalen, Brief, Brief an Ethel, Brief von M, Brief von Ethel, Buch der Toten und Götter, Krieg zwischen Selun und Char, schockierende Wahrheit, offener Brief der Unterdrückung, harter Brief, ranzige Notiz, alles glaube ich. Ich meine, kann was faul und finden zum faules Fleisch aufschneiden. Nee, das war's nicht. Sanfter Brief, verblichene Notiz. Trag die, nee, das ist das andere. Persönliche Nachricht, sanfter Brief. Verblichene Notiz, Todos Reiseführer. Verdammt! Ich hatte vorhin eine Notiz dazu, wie das hier geht. Can't slow down. Ist wieder zugegangen? Es ist wieder zugegangen. Aber ich glaube, es ist wurscht. Ich glaube, das ist genau einfach nur das Rätsel, um das jetzt zu öffnen, glaube ich. Hä? Gut, ich habe es eh schon geknackt. Okay. Gehen wir wieder hoch. Ich glaube, mehr gibt es hier unten erstmal nicht zu finden. Und dann geht's hoch. Warum geht's denn hier hoch? Da oben habe ich glaube ich noch nicht geguckt, was da ist. Hüpf. Ich kann nicht so weit hüpfen. Kann ich, wenn ich eine andere nehme, weiter hüpfen? Moment, Stärke ist doch das Ausschlaggebende. Hüpf. Aber sowas von kann ich darüber hüpfen.
Kommen die anderen hinterher jetzt einfach? Oder die können offensichtlicherweise. Ich brauche nochmal eine Fackel. Hat doch mal jemand anderes eine Fackel? Nee, ne? Ich nicht irgendjemand. Ich hatte mal Fackeln aufgehoben, aber ich glaube, die sind nie leer gegangen. Die Frage ist, was habe ich davon, hier drüben zu sein? Und die Antwort ist, nicht viel, glaube ich. Bin ich ehrlich. Okay, also tatsächlich bin ich jetzt meinen Hauptcharakter auch mit drüber gesprungen. Aber ist einfach wurscht. Glaube ich. Ich habe übrigens auch der Falschen die Fackel gegeben. Wir sind wieder gleich wieder an dem Punkt. Okay, er wechselt immer noch richtig. Raus aus der Tür. Zerstörtes Heiligtum. So, wir sind jetzt hier drinnen. Haben das meiste mitgenommen. Hier oben gab es noch Sachen, die wir kriegen können wollen. Kann nur sein, dass die das doof finden. Need something else? Lass mich eure Ware sehen. Dann können wir schon mal die Silbersachen an euch verscherbeln. Das kann man euch verscherbeln. Wasser, let's go. Die ganzen Bücher. Die wir nicht wirklich brauchen. Kriege, lustvoller Pack, das ist mir doch alles wurscht. Einfaches Gift, Elixiere, Lektionen, Logbuch der Sendungen, Seelenmünzen, Abhandlung, Tagebuch der Priester, das können wir vielleicht noch brauchen, verblichene Notiz. Ja, verblichene Anweisungen. Ja, sind wieder 140. Gib mir mal wieder. Pleasure. So, und du mochtest nicht, dass ich hier rein bin, ne? Weiß nicht genau, warum. Oh, cursed to put my hands on everything. Und dann werden wir doch mal eine kurze Rast machen müssen. Mit wir hier hoch Nebelschritten dürfen. Darf ich ja nicht direkt da hoch Nebelschritten, wo ich eigentlich hin will? Ich sehe es, glaube ich, nicht, wo ich eigentlich hin will von hier unten. Okay, dann nebelschritten wir erstmal da hoch. So, und dann wollen wir noch den nächsten Nebelschritt da hoch machen. Zu der Truhe. Einfach nur Silberkram. Das ist sehr viel weniger, als ich gehofft hatte, bin ich ehrlich. Oder geht's noch weiter? Nee, nicht wirklich. Nee, kann er nicht lang. Kann da nicht lang und hüpfen. Ich kann irgendwie darüber hüpfen. Aber was habe ich davon? Weg ist unterbrochen. Dahin kann ich aber hüpfen. Okay, was habe ich davon, hier oben zu sein? Ich kann das super sneaky machen hier alles, oder was? Oh, und eine vergoldete Truhe. Nehmen wir doch mal den ganzen Shit da raus. Oh, da hätte ich einfach hochklettern können. Von der Hauptleiter aus. Ja. Sind wir ehrlich, das wäre einfacher gegangen. Oh. Eingestürzter Korridor. Kann ich auch wieder auf die andere Seite, oder? Mit hüpfen. Nee, kann ich nicht. Ziel ist unterbrochen. Okay. Und noch auf die andere Seite. Was geht hier noch so ab? Da ist nochmal eine goldene Truhe. Silvanischer Stein.
Granatring nehmen. Ist hier noch mehr? Mehr. Hier ist auch noch eine Leiter. We want you dead. Krieger. Smithen. Not dead and heroic. Get down there and stop complaining. Hey. Was ist denn jetzt passiert? These things have stayed interesting. Ja, wo bin ich jetzt gelandet? Du bist jetzt plötzlich sonst wo? What? Okay. Dinge sind passiert, I guess. Ich war doch gerade noch hier. Ich bin irgendwie nach unten geklickt aus Versehen. Ich glaube, Smithen ist tot. Oh. Hallo, Riesenspinnen. In die Viecher verwandle ich mich immer. In meinem D&D-Playthrough, in meinem Pen and Paper. Ups. Ich weiß nicht, ob ich da rüber darf. Ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen bange. Können wir mich unter unten fangen? Ich glaube nicht, ne? Habe ich nicht irgendwas, was ich da reinwerfen kann? Irgendwie einfach so ein. Hier, das. So, Wurf! Ich glaube, die Fallen sind platt. Krummsäbel, 270. Oh, 270 Gold. Puh. Oh! Set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Bin schon weg. Lol. Achso, der hat die Tür geöffnet jetzt. Ja. Aha. Kommt alle zu mir, meine Freunde. Warum hat sie eigentlich temporäre Trefferpunkte bis so lange Rast? Vor allem kurz. Durch einen kurzen Magieschuss vor dem Tod bewahrt. Okay. Wir speichern mal wieder richtig, würde ich sagen. Wir wollten ja aber eigentlich zum Chefchen. Hat nicht gesagt, das ist gerade durch? Nee, da will ich bestimmt nicht hin. Das sieht nicht aus wie Chefchen. Oh, das sind die Drow. Der ist aber groß. Very well. Wahre Seele des Absoluten. 75er Schock. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the Absolute. Der sieht aber sehr nach so einem Mindflayer aus, so einem halb verwandelten Mindflayer. By Vlakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. Shugan al Shukok. The hobgoblin turns to you. It's a hobgoblin, okay. Squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. Oh. The elf speaks of the hunt for a great weapon. And the rewards that will go to whoever finds it. Und mit welchen Elf habe ich getroffen? Gleam hungrily. Well, look here. A true soul halfling. A long way from home, aren't you?
Anscheinend. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Muss nicht sein eigentlich. Ich muss nicht mit einem toten Mindflayer sprechen, das könnte ich drauf verzichten. Ist das der Gedankenschein, der dich gefoltert hat? Die Leiche begutachten, ist das der Gedankenschein, der dich gefoltert hat? Ich glaube nicht, dass ich die unterscheiden kann, oder? Oh, anscheinend doch. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead Squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. Welches looter camp? We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. Schon wieder. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the Goblin camp. Yeah, cool. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is blöd, ja. Their grasp. Den Hauptgoblin angreifen, doch geht's gleich richtig rund, oder? Aber wir müssen sowieso hier einiges platt machen. Okay, ihr seid dran. Novize des Absoluten. Wir machen erstmal dich, glaube ich, weg. This is your end. Ach komm schon. Geh doch. Ein EP. My path be true. So. Und ich komme nochmal Knockout. Sehr schön. Stay focused. Du hast auch 8 Waffenverzauberung. 65% oder 75%? Dann lieber 75%. Kritischer Fehlschlag. Oh Mann. Wenn ich dran bin, kann ich meinen Horn benutzen, allerdings damit hier richtig Party geht. Versammelnder Trommelschlag. Oh oh. Kommt jetzt mehr oder bufft das einfach nur? Ich glaube, es kommt mehr. Was? Verwünscht Stärke. So, ich will jetzt Klangben. Hallo! Jetzt geht's aber richtig rund. Wo sind die denn? Okay. Viel Spaß, Leute. Das war übrigens eine freie Aktion. Ziemlich awesome. Kann ich immer noch jemanden slappen? 1 bis 12. Wahrscheinlich will ich dich wegmachen, weil du mir zu sehr auf den Keks gehst. Damit wir ein weniger haben. These boots have seen everything. So, Zug beenden. Du bist Stufe 5. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und nicht so schön. Aua. Aura der Führung. Oh Gott, die buffen sie aber übel hart. Uff. Mach das Kampfrausch an. Würde ich sagen. Keine Nahkampfwaffe in Verwendung. Warum ist denn die Waffe nicht ausgerüstet? No!
Oh, fuck. Tactical. Das ist schlecht. Ich wusste nicht, dass die Waffe nicht ausgerüstet ist. Kritischer Treffer, eine 4, zum Glück. Yo, guys, let's go. Haut sie platt. Ihr könnt euch zumindest davon noch mal ein bisschen beschäftigen. Verwünscht Stärke. Das ist halt. Stärke verwünschen bei so einem fetten. Okay, wir machen ja die komplette Basis platt von den Goblins. Holy moly. Weiß nicht, ob das was wird. Ich ahne Schlimmes. Die spurten durch die Gegend. Er wurde gerade wurde einfach den Spinnen runtergeschnippt. Es werden noch mehr, die mitmachen, weil die Spinnen auch jetzt mit in der Initiative sind. Holy shit. Und die sehen die halt einen nach dem anderen. Yo, Spinnies, viel Spaß. Oh. Die greifen nicht uns an. Und die greifen auch nicht den Typ da unten an. Doch jetzt. Okay. Mein Zug. Führung bedroht. Ich könnte, wenn ich das mache, kriege ich keinen Absetzangriff, ne? Fesselnder Schlag. 10%, das ist halt richtig beschissen. Hat eine Rettungswaffe geschafft. So. Ich will erstmal hier einen schönen Hammer holen. Ne, wir wollen, glaube ich, der hat keine Rüstung großartig, oder? Rüstungsklasse 14. Hat nicht so viel Rüstung. Würde ich sagen, wir holen als Bonusaktion. Keine Ahnung, macht das einen Unterschied? Ist immer Energieangriff, oder? Und ist auch immer die gleiche. Warum gibt es überhaupt eine Auswahl? Dann holen wir den Hammer. Initiative 3. So. Dann können wir immer noch drauf gehen und das Ding. Wir sollten uns, glaube ich, erstmal selber heilen. So. Und da kann man flankieren. Würde ich sagen. Oh, da gibt es ja noch. Also, einen Rettungswurf für Personen festhalten geschafft. Durch den Zauberwirk aus und bei Wurf auf Stärke im Nachteil. Schauriger Strahl auf die Spinnen. Das ist sehr gut, da geht er nämlich nicht auf uns. Ja, wir haben keinen Zauberplatz mehr. Ein 10er schaurigen Strahl. Den nehme ich doch gerne. What? Geht's hoch? Okay. What the fuck? Zug beenden. Ja, der ist auch ein Barbar. Der geht auch in Kampfrausch. Okay. Nicht weglaufen. Aua, der gibt auch immer meiner Klerikerin voll ins Gesicht, ne? Heilige Flamme hat er geschafft. Aua! Alle auf einen. Das ist ja gemein. Spalten. Drei Gegner gleichzeitig. Opfer Bewegungsrate, um den Zugteil mit Nahkampfwaffe zu machen. Vorbereiten. Das können wir gerne machen, weil wir müssen eh nicht so weit. Bewegungsrate opfern. Dann können wir ihn bluten lassen. Ja. Zerfleischen. Let's go. Jawohl. Der blutet. Sehr geil. Schaden und Angriffswürfe außerdem überwindet die Resistenzen gegen nicht magischen Schaden. Brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade nicht. Er haltet zum Glück einiges aus. Er werft einfach Säure zurück. Alles klar.
Als Reaktion oder was? Nee, es war einfach so geworfen. Ich glaube, mein Kleriker hat ein Problem. Also die halten mir echt viele Leute vom Leib, aber... Kritischer Fehlschlag. What? Doppelkrit-Fehlschlag? Ist die Spinne jetzt von unten uns oben angreifen können? Ein bisschen eklig. Der Sonnenhaare. Der hat es den Giftwiderstand erreicht. Wunden heilen auf Folterer. Du bist dran. Bonusaktion. Und Wunden heilen, dann glaube ich auch auf dich brauchen. Weil die alle auf dich gehen. Aus irgendeinem Grund. Oder wir gehen halt attacken. Abbild beschwören, würde ich mal sagen. Nicht genügend Platz. Das kann ich aber nicht mehr angreifen, weil ich habe keine Aktion mehr. Aber ich kann trotzdem noch einen Schritt rangehen, damit er wieder in Reichweite ist. So. Abbild beschwören Finte. Bin so schon im Vorteil auf 91%. Und Finte war einfach nur mehr Damage, ne? Stoßangriff, Präzisionsangriff, Stoßangriff, Nahkampf. Wäre da besser, weil der fliegt runter. Aber da habe ich nur 60%. Ich glaube, wir greifen einfach normal an. Macht halt keinen extra Schaden, da das normal angreifen. Diese Überlegenheitswürfe wären halt schon awesome für den extra Schaden gewesen. Oh, jetzt haben wir hier Fett unter uns. Oh no. Wenn sie jetzt das Feuer drauf ballern, haben wir ein richtiges Problem. Wenn da jetzt Feuer drauf kommt, 75%, weil erhöht. 80%. Wir können auf ihn gehen und versuchen, ihn einfach tot zu bürsten. Ich glaube, das ist sogar meine Strategie jetzt gerade. Deswegen... Scheiße. Aber er blutet noch ein bisschen für einen Schaden. Ja, sie ist halt, ne? Ich habe sie sogar geheilt, aber... What? Wo bin ich denn jetzt? Ich hab mich runtergestoßen, die Sau. Lol. Der ist ein bisschen in der Ecke. Ja, blöd. Zu dir komme ich halt jetzt nicht, ne? Das ist halt doppelt blöd. Du machst einen Upsets-Angriff sogar. Dann muss ich doch erstmal dich hauen. Und dann hinterher sprinten. Ach, der ist nicht tot. Ups. Es gibt ein paar Hexenmeister hier unter den Jungs. Melfs Säurepfeil? Okay. Siebzig Prozent. Machen wir erstmal hier den Rückenplatz. Sagen, yes. Sehr schön. Können nur bis dahin fliegen, okay. Ich würde sagen, das Ding geht dahin, um unseren Kleriker zu verteidigen. Nicht genug Ressourcen? So. Weil wäre ja smart, wenn die Waffe auch den Beschwörer verteidigt. Komm, ist irgendwann fertig mit den Jungs da?
Ich weiß nicht, ob Chuck das überlebt, sind wir ehrlich. Okay, da unten ist platt. Da wird geheilt. Das geht hier Schlag auf Schlag. Der ist hingefallen. Nicht erreichbar. Dahin kann ich aber springen. Dann kriege ich halt Absatzangriffe. Wobei von dem, der liegt doch nicht, oder? Bin ich gerade doof. ...60... Ich würde gerne die Überlegenheitsangriffe nutzen. Stoßangriff. Versuchen es, komm. Scheiße. Ich hätte den Präzisionsangriff vorher machen sollen. Das ist nämlich... ...ne, Überlegenheitswürfe. Versuchen wir nochmal zu schubsen. Tschüss, danke. Haben die Spinnen da unten was zu tun, würde ich sagen. Wäre viel besser gewesen, so rum. Einfach schubsen und dann weitermachen. Die Übelkeit ging zum Glück nicht. Das hat die Waffe getroffen. Camera! Action, you know! Another step forward. Habe ich noch einen passenden Flamme des Sphäre? Acid Arrow. Knochenkälte. 50%, dass er lachen muss. Aber wenn er Damage kriegt, ist er sowieso vorbei. Sprühende Farben. Blende bis zu 33 Trefferpunkte Kreaturen. Todstellen. Unsichtbares. Schwächestrahl. Zerbersten. Totenreden, chromatische Kugel. Variant, Weg ist unterbrochen, was? Okay. Das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Brennende Hände. Aber brennt tut er nicht. Und Blutung ist auch vorbei. Rettungswurf, absolute Macht geschafft. Ich darf euch zweimal angreifen, ey, ne? Uff. Aua! Habt ihr Ogres dann irgendwann mal... Ihr habt's irgendwie nicht, ne? Rücksichtslos angreifen. Ich glaube, ich... Ah, okay, du hast nur Kampfrauschladungen. Rücksichtsloser Angriff? Moment, aber wir können das hier als Bonusaktion... Das Öl der Schärfe. Was? So bist du gelaufen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. 8. Nein, 1 und 8. Dammit. Ich dachte, es wären 18. Die belebt, glaube ich, auch den nächsten Schlag nicht. Außer ich kann den nochmal finishen vorher. Ich glaube, den hat sie jetzt zerlegt. Dass der nicht einfach boom durchgeht, wundert mich ein bisschen. Also ja, du, dich, ha. Ja. Mach den mal benommen. Mit der 11 Schaden. Wäre fast tot gewesen. Also ich habe echt viele Leute, die nicht auf mich gehen und trotzdem habe ich Probleme. Athletisch. Der schubst ja einfach nur in die Ecke die ganze Zeit. Also, dass ich den nicht runtergeworfen habe. Ja. Der spurtet zu den Spinnen. Finde ich gut. Puff. ...90% Greifer. So. Du atmest mal durch noch. Hallo. Zug beenden. Gut, dass sie durchgeatmet hat. Sie kann das noch ein bisschen tanken, demnach.
glaube, die beschworene Waffe ist gleich down. Ja, die hat noch 9 HP. So, jetzt wäre es wichtig, dass du das triffst. 65. Peace. Ach, scheiße. Moment, was? Ben hat schon gewirkt, Ben hat verfehlt. Erneut gewürfelt. What? Ach du Schande, ich habe sogar nochmal gewürfelt. Das ist ja übel. Das ist jetzt ein Problem, weil der ist nämlich als nächstes dran. Kann ich nicht ihr das so geben? Ist das eine freie Aktion, irgendwas zu werfen? So eine Bombe? Nee, ist eine Aktion. Aktion haben wir nicht mehr. Nicht genug Platz. Ich kann jetzt... Stapelteilen fallen lassen, ging schon eigentlich zu Warnzügen an Lager senden. Ich glaube, sie wird das nicht überleben, ist mein Tipp. Sie wird es umfallen. Der hat nämlich immer getroffen. Okay, sie hat es überlebt, tatsächlich. Jetzt nicht mehr. Den ersten Hit hat sie noch überlebt. Der hat die Leiter kaputt gemacht? What? Das ist ja gemein. Vielleicht hätte ich doch erstmal die Ads killen sollen. Wäre deutlich schneller gewesen, glaube ich. Moment, ist die... Sie ist runtergefallen! Scheiße. Das ist ja doppelt und triple Kacke. Hat sie gerade kritisch gefailt? Karlach ist gescheit und Karlach ist dem Tod erlegen. Okay, angreifen ist eine dumme Idee. Angreifen ist eine dumme Idee. Gebe ich ja zu. Oder zumindest, wenn man es so verteilt, die Power. Wir sind bis dahin halt durchgekommen, ohne viel zu machen. Vielleicht will ich erst den Druiden freuen. Also es sind halt 3 Leute von mir waren tot. Also nee, 2 Leute waren tot und einer war tot. Wo komme ich denn hier hin, wenn ich die Leiter benutze, die ihr gerade kaputt gemacht hat? Ach so. Kann ich aber hier oben rumlaufen. Glaube ich. Ich habe auch meinen Stab nicht ausgerüstet die ganze Zeit beim Zaubern, ich Idiot. Oh, hallo. Das ist ja praktisch, dass hier oben noch Truhen stehen. Das Augen weg von meinem Hintern. Gibt es auch noch Stuff. Ah, eine Eisenlatte. Die Eisenlatte geht wahrscheinlich nicht so schnell kaputt. Ich finde spannend, dass sie uns einfach rumlaufen lassen. So. Okay. Ha! Da ist der Schatz. Sieht uns hier jemand? Hier sieht uns niemand. Aber ich vermute, sie kommen, indem wir hier was machen. Wo geht's hier hin? Und der leider? Okay, das geht auf den gleichen Bereich hoch. Gut, dann können wir runtergehen. Hier sind jede Menge Eisenleitern. Dann verstehe ich nicht ganz, wofür diese Strickleiter ist. Kaputt gehen kann. Oh, das wollte ich nicht zumachen. Hier gibt's auch noch eine Leiter. Hier sind alle noch neutral. Kriegerin Clack. Keep your distance, Squatty. Okay. Adlerauge Zami. If I were you, I'd get me ass back to the party before somebody put me to work. Liable. As in, I'm liable to smash your face if you go. Okay.
Okay. Können wir mit dem mal reden? Hallo? Praise his ever-bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise. Ich glaube, der glaubt niemand anderen. You know Maglubiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Skin god. You're as gormless as the rest of them. Wieso hat man euch in den Käfig gesteckt? Betet so, wie ihr wollt, ist eine freie Welt. Oh, that's rich. A free world? And how come I'm locked up like a bloody elf? Ja, sag mir mal, warum du eingesperrt bist. Because I'm loyal to Maglubiet. Because I ain't having my head turned by some upstart god. Götter sind launisch und das ist ihr ein Dreck. Ihr meint vermutlich die Absolute. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. Ihr wollt nicht, dass eure Leute Umgang mit Fremden haben? Talking to you, ain't I? I just don't nicht, believe in all the Gemeinschaft tut, das ist natural. It won't last. They'll be tearing into each other soon. Vielleicht können wir einen Keil zwischen alle treiben. I'll wait it out in air, praying to a real god. Okay. Der hat uns einfach nur verraten, dass es. Trap. Be cautious. What? Trap? Keine Ahnung wo, aber irgendwo ist wohl eine Trap. Wir wollen nicht da reingehen. Wir wollen... Rettet Volo. Nee, wir wollen nicht Volo retten. Achso, wir sind im Teehaus. Wir müssten hier rausgehen. Was nützt uns denn Volo zu retten? Der, ich glaube, viel kann er nicht. Okay, die kann ich nicht aufmachen? Geh doch eh in den gleichen Raum. Schräg. Hallo. You see the eye what's it floating about? Best hope it don't take a fancy to ya. Unless you like playing hide and seek when you're trying to take a dump. Was ist das denn? It's a floating eye, mate. What do you reckon? He's spying on us. The big okay. Witch at Moonrise like to be involved, the drow says. Load of trollop. Just don't trust us to do what we do best. Killing things. Okay, wir haben ein fliegendes Auge, das hier alles beobachtet. Exil der Gifte, Fluch des Vampir, Belieferung aus Faerun. Können wir mit dem Spähauge reden? Eyes glassy black surface reflects your gaze. As you gaze deeper, you feel a focus, an intent. Okay. Versucht die Präsenz zu erreichen. You feel a brief lurching connection. The sensation of falling into your own image. Ugh. Endlessly. Confusion. Alarm. Then the presence withdraws. Okay, es guckt niemand mehr zu. In dull black mirror. Das ist ja ziemlich nice. Okay, das Spähauge guckt nicht mehr zu. Sehe ich das richtig? How many raiders do we have? Plenty of lashes. Lords of hunters. Ich höre in der Nacht Mintara. These pariahs, they're prepared to fight for the absolute. Hallo. What they do? Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, Mistress. Das ist ja schlecht. Until their sanctuary, I will take something precious from you every hour that passes. Ooh. A tongue. A limb. Ain't no use without my limbs. Make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature. Or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle. Okay, die hat auch einen Parasit? A cold. Hier sind ja überall welche. Your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision,
Hellaugige junge Frau. Whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. Okay. A true soul? Praise be. Are you here to join my hunt? Ich bin selbst auf der Suche einen Druiden namens Hal, sind eine Jagd auf welche Beute? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. Deine Rüstung ist nett. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of undeniable. Ich sollte die Verbindung nicht so oft machen, weil ich weiß ja, wo die Waffe ist. The weapon. She will seize it in the Absolute. Also, weil sie kann ja in meine Gedanken schauen damit. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks, it's the artifact that she carries. Ja, das weiß ich schon, danke. The same one that protected you as you entered the Goblin camp. Her mind focuses. Ach so, das hat man, glaube ich, noch nicht. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient. But he'll talk. Ist das der Druide? Already you feel her mind closing around yours. Tieflinge müssen gewarnt werden. Gemeinsam habt ihr eine Chance gegen den Kriegstrupp. Die Tieflinge zu verraten wäre ihr Untergang, aber du würdest das Vertrauen der Drow gewinnen. Du könntest sie in die Irre führen oder töten. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Ich kann sehr überzeugend sein, ich besuche den Gefangenen. Wir brauchen den Gefangenen nicht. Ich kenne den Ort schon, den ihr sucht. Meine Jagd endet hier. Ihr seid meine Beute. Ich glaube, dann wird wieder der katastrophale Fight über alles ausbrechen, weil ich glaube, die kommen alle ran. Ich würde gerne den Gefangenen, also vorgeben, den Gefangenen zu besuchen, um ihn dann zu befreien. Das wäre so meine Idee, deswegen nehme ich das jetzt mal. Excellent. Be sure not to kill him before he talks. Okay, sind alle einverstanden mit der Aktion. No prizes for this. What are we waiting for? Spears are sharp. Oh, that's all riled up and ready. Wo ist denn der Gefangene? Already failed me once. And now you dare to question me. Your ladyship. Honest, I didn't. My drow wants to know exactly where those adventurers came from. What are they doing? Hiding in trees? We'll smoke them out, no problem. Okay, nee, hier will ich glaube ich nicht rein. Außer dass das Sarkophage sind, die man looten könnte. Ich glaube, es geht um den gefangenen Dubidubs hier. Volo, plündere den Smaragdhain. Führe den Gefangenen. Wo ist denn der Gefangene? Abdirakt? Nee, du bist es nicht. Aber du siehst auch special aus. Du hast einen Namen. Hallihallo. Wer bist du denn? Du siehst aus wie ein sehr besonderer Dude. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Ugh. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviathan, goddess of pain. Na gut, aber ist ja nicht so schlimm. Are you also here to assist with the prisoner? Was für ein Gefangener? A gentleman being held next door. Ja, da bin ich auf dem Weg hin. Das ist richtig. Das ist richtig. I believe. While I was thrilled to be invited here, I must confess, I find the goblins and their methods crude and primitive. Ja, du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung von Schmerz. Without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Aber es geht doch um was. Wer hat euch eingeladen? Goblin?
Ich dachte, ein junger Lovatias würde Schmerzen begrüßen. You know the Maiden of Pain. How refreshing. But there is more to us than that. Yes, we worship her through pain, often our own, but it is an intimate and loving thing, one we offer up. Okay. If you would permit it, I can show you firsthand. Go on, I have to see this. Jetzt bin ich neugierig. Ich bin jemand, der neugierig ist. I have something exquisite in mind. Oh, jetzt bin ich gespannt. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Oh. Trust me. Ja, jetzt bin ich interested. The wall, and we can begin. Okay. So wie einfach an die Wand stellen. Face the wall and let us begin, dear one. Schau ich sie nicht an? Oder ist es die falsche Wand? Muss ich die Wand anschauen? Aua! The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Okay. Konstitution, versuchen den Schmerzensschrei zurückzuhalten, auftreten, laut und dramatisch schreien und um Gnade flehen. Yes! Let's go! Wir spielen sie nur vor! Oh, wie gut ich ihn vorspiele allerdings! Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going. Don't wear him out entirely, priest. I might have use for him yet. Kommt jetzt noch eine Runde? Anscheinend kommt noch eine Runde. Pain is proof that we live. Revel in it. Auftreten, übertrieben winden und schreien. Yes, übertrieben winden und schreien. Let's go. Jawohl! Gut! Noch so ein guter Wurf. That's it, dear one! Let's Leviathan! Ich mache hier voll die Darbietung. Not the worst technique, priest. Good wrist movement. Lots of enthusiasm. Sag mal, Schattenherz, was geht denn bei dir ab? Kannst du mir mal erklären, was das soll? Machen wir noch eine Runde? Wir machen noch eine Runde. Aua, fünf. You are doing so well! Do not give in now! Hey, ich bin bei der Aufträge. Ah, Gnade, ich ertrage es nicht zu viel! Ich habe sogar Vorteile inzwischen. Let's go! Noch ein über 20-Kombo. Weil er schon so begeistert ist von mir wahrscheinlich. Yes, you can, child! Take the pain and offer it up to Loviatar. Offer it all. Krieg ich noch ein ins Gesicht? Ja, ich krieg noch ein ins Gesicht. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Okay. Es war eine interessante Erfahrung. Interesting is an understatement, dear one. Vieta herself found your performance inspiring. Okay, jetzt werde ich von der Göttin des Schmerzes gesegnet. Da bin ich ja gespannt. Holy shit, das sieht ganz schön krass aus. And on a personal note, thank you. That ich würde sagen, das ist ein Sadist. Positively divine. Okay, Akolyt, gnadenloser Kurs, Schattenherz ist inspiriert. Strange customs. Don't group me with the likes of them. True. You wouldn't have the grit. Okay.
My faith protects me. Kannst du mir vielleicht eine Wunderheilung geben? Nachdem ich jetzt schon hier das alles für deine Inspiration ertragen habe. Wir werden sowieso mal, glaube ich, na, wir hätten eigentlich eine Rast machen sollen. Hallo? Wir sollen helfen. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Moment, haben wir dich schon mal irgendwann gesehen? Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Ich bin ja offensichtlich kein Mensch. Say will take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. As the symbol glows, power. Okay, ich könnte es auch darüber machen. Das will ich aber die ganze Zeit nicht. Dagegen haben wir uns eigentlich entschieden. Geh was trinken, euer Boss hat, schickt mich zur Ablösung. Ich übernehme, schlechtes Handwerk heißt, dass der Gefangene zu schnell stirbt. Yo. Hören wir auf den Rat von unserer netten Schattendame. Hat funktioniert. Tadam! Schattenherz. Think you can do better? Go on then, have at it. Ich gebe keine Vorstellung für Anfänger. Ihr könnt gehen. What? You shy or something? Fine. Muck it up and the drow will have your head. Nö, das schaffen wir schon. Come on, Crush. There might still be a slurp of ale to be had. Na, viel Spaß beim Bier. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah. Moment, wir können mit den Ratten noch reden. Warum hauen die Ratten jetzt eigentlich ab mit dem? Na gut, dann rede ich mit dem Ratten. Du wirst nie mit der Schmerz in deiner Klarheit. Wenn du höchstens 30% deiner Trefferpunkte hast, erhältst du 3 Züge lang einen Bonus von plus 12 Angriffswürfe. Oh, what? Temporäre Trefferpunkte. Ich will mit den Typen reden eigentlich. Da. Please, please. Let me out. Ich glaube, es nützt nicht, wenn wir dich rauslassen hier insgesamt. Fingerfähigkeit, das Schloss knacken, ganz ruhig, lasst euch nicht hier. Ich suche einen Druiden Halsen, heißt der. Halsen? I don't know. He changed into a bear. But I lost sight of him. Okay. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Wie wurde ihr gefangen? I was with a group of adventurers. We came here for an artifact. Ah, schon wieder für ein Artefakt. Ach nee, ein anderes. We tried to sneak past the goblins. Schlechte Idee. They ambushed us. I didn't think a pack of goblins could be so so efficient. Hm. Was denn für eins? The boss didn't say. He just said some wizard called Loroican would reward us if we found it. Okay. Das ist schon mal wieder eine Info? Somewhere. He said there was a hidden passage underneath the temple. Oh, den haben wir schon gefunden. Supposed to be abandoned. When we arrived. Die hidden passage schon mal gefunden. Danke vielmals und jetzt befreien wir euch, würde ich sagen. Thank you. Also die, da wir das alles gefunden haben, Fingerfertigkeit, das Schloss knacken. Let's go. 4-7 als Bonus, das sollte man eigentlich machen können, oder? Jawohl, richtig gut. Bom, bom, bom. Jens entspannt. Geschafft. Schloss geknackt. The lock clicks and opens. Thank you, I better go before they catch us. Na dann, viel Spaß. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Na dann? Ja. Wo finde ich das? Had instructions, but sie wollten ihn fressen. They said they'd eat him.
I have to go. Okay, der sneakt sich jetzt also hier raus. Jetzt habe ich noch das Problem. More for me. Oh. Nimm einfach dich. Dann springen wir dir da hoch. Und dann kommt der Rest doch hinterher, oder? Ob ich das verstanden habe oder nicht. Objective noted. Okay, er kann nicht hinterher springen. Entsprechend wird das auch nicht gemacht. Okay, okay. Gut. Ich sollte irgendwie meine Stärke erhöhen, damit ich weiter springen kann. Ey. Provisorischer Speer, schattiger Speer. Die Speere sind mir ziemlich wurscht. Kommt der Dude wieder? Nee. Eingestürzter Korridor. Es ist oben. Rette Volo. Moment, wir sollen Volo noch retten. Warum müssen wir Volo retten? Speichere mir das mal wieder hier. Rette Volo. Reden wir erstmal mit euch. If you're planning to talk to the Drow, watch yourself. She's in a right mood. Okay. Gribbo. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Was hat er mit dieser Taube vor? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Euer Haustier ist in Wahrheit ein recht berühmter Schriftsteller. Him? Ja. Nah. Doch, ich kann ihm sogar was zeigen, was er geschriftstellt hat. Warum darf ich das nicht? Ich finde es furchtbar, so eine niedliche Kreatur im Käfig zu sehen. Don't mind. Keeps him safe from me mates. Raids make him rabid. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Ich kann das, glaube ich, immer anders machen, weil ich so hohes Charisma habe, denke ich. Täuschen zum Beispiel. Sieht schwach aus, krank sogar. Sie wird hier nicht lange überleben. Das wird sich gut an. Leute täuschen, bin ich immer dabei. 9 bis 12 als Bonus. Ich muss 10 erreichen. Das schaffen wir ja wohl, oder? Ja, komm. Also, ganz entspannt. Wie 4 gewürfelt und. Ne, 5 gewürfelt und trotzdem geschafft, ey. Take him for a jog, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Here's the key. Okay, also dürfen wir ihn mitnehmen. Sehr schön. Hallo. Look at this. I'm quite saved. Hallo, Volo. To see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Wisst ihr, was noch Zeit hat? Bedauert Gold, ihr schuldet mir was. Ah, what's a bit of metal between allies, hm? I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Wissen? Knowledge, my friend. Priceless. Okay, ihr sitzt schon in der Patsche. Wie seid ihr gefangen genommen? Das Joch ablegen. Wie wollt ihr es anstellen? Ich suche keine weitere Begleitung. Ihr geht eures Weges. Sucht mein Lager auf. Dort reden wir, wenn wir sicher sind. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share the flagon of something liquid and a tale of daring do. Let's go. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain. Was? To pick your brain? Das ist ja meine Aussage. Uff. Okay. Gegenstand erhalten, geöffnet. Käfigschlüssel benutzt. Abgeschlossen, jetzt rettet Marina. Ihr gut, Marina ist tot. Rettet den Gnomen, abgeschlossen. Trennen sie unsere Wege. Großherzog, ja. Der bleiche Elf. Reise mit Astarion weiter. Der Magier von Tiefwasser.
Such des Nachtlied. Wir haben ein Rätsel eines Goblinlagers gelöst und einen Geheimgang aufgedeckt, der in den Untergrund führt. Rettet Arabella. Wir haben ein Kind namens Arabella vor einer Schlange gerettet. Sie rannte sofort zu ihren Eltern, mit denen wir reden sollten. Rettet Volo. Wir haben Volo befreit. Würde uns im Lager treffen. Plünderin Smaragd Aminera will, dass wir den Gefangenen verhören. Sie möchte wissen, wo sie die Abenteuer versteckt haben. Kaga will, dass wir die Tieflinge verscheuchen. Sie fürchten es der Hain. Ja, okay. Der Traumbesucher hat uns gesagt, dass der Parasit der wahren Seelen uns stärker machen könnte, wenn wir sein Potenzial absorbieren. Suche nach einem Artefakt. Retten die Druiden Halsin. Den müssen wir immer noch holen. Okay. Dann ist eigentlich hier unten vor allen Dingen noch zu erledigen. Das, was hier drüben irgendwo war. Glaube ich. Nee, sondern der Eingang. Wo war denn der Eingang zu der Krypta? Der war doch hier hinten. Oder? Das war doch hier die Tür von ihr, genau. Da ging es nur noch nach unten weiter. Nee, nicht da. Wo ging's? Was? Ich bin nicht verwirrt. Hier, da ging's weiter. Und da ist ein Artefakt drin. Da bin ich ja gespannt. Artefakto, Artefakto. Gib mir mal reichlich Ruhe. Die Nachtliebe, oder wie das heißt. Lululu. Lauf, 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 lauf. Mir ist nicht ganz klar, welche Wahrnehmungssache ich verkackt habe. So, speichern. Hier ging es doch dann irgendwie direkt weiter. Genau, Leiter. Leiter runter. Oh, da kommt eine Zwischensequenz. Geht aber sehr weit runter. Beautiful. Lethal. The Underdark is everything I thought it'd be. And I. This environment seems worthy of a Githyanki warrior's estimation. Okay. To be deemed worthy by the great Lazel of Kresh Kalir. Continue as you have, Karlag, and you will achieve the same. Guck mal, du kannst auch die Fackel nehmen. No one back. Da waren zwei Leute mit Fackel. Das mit den Explosivsachen gefällt mir ja gar nicht. Schloss knacken. Wir sind sogar relativ okay schon im Schloss knacken. Okay. Schwierigkeitsstufe 20. Nevermind. No. Abbrechen. Swift as my feet can carry me. Das ist heftig. Aber wir können hier anmachen. Sehr schön, da haben wir mehr Licht. Da können wir anmachen. Okay, hier sind auch noch Wasserfässer. Ich weiß nicht genau, wofür wir Wasserfässer bräuchten. Bis jetzt. Okay. Einfach aufmachen, cool. Hallo. Okay. Was geht denn hier ab? Wo sind wir hier? Schattenherz, trag mein Kram. No traps, please. Steinerne Drow. Fallenschärfungskit, das nehme ich doch gerne. Rapier, alles für Schattenherz. Hier ist noch eine Schriftrolle Strahl der Übelkeit. So, Holzkiste.
Was ist das? Das kann ich mir nicht irgendwie anschauen näher. Reinlauf ist immer eine gute Idee. Muss mein Großschwert einsacken. Und nochmal zu Schattenherz rübergeben. Jetzt auch nochmal Licht. Wegpunkt entdeckt. Okay. That's special. Verblichenes Logbuch. Oh, nein, nicht zu Waren hinzufügen. Das war nicht der Plan. Aus Waren entfernen. Lesen. Da will ich hin. Dieses kleine Logbuch ist zu zweiten Teil noch leer. Und der letzte einer laute Logbuch, Eintrag 182. Ich habe mich enttäuscht. Hatte den Sichtung der Drow mehr Beachtung schenken sollen. Hätte wissen müssen, dass sie nur die Vorboten waren. Dumm zu glauben, wir hätten sie übertölpelt. Das ist mein letzter Eintrag. Von nun an führt Münte das Logbuch. Hat wohl nicht funktioniert, Münte. Hat wohl kein Logbuch geführt. Noch ein verblichenes Logbuch. Und ein Heiltrank. Lesen. Logbuch 124, ein Zeichen von Leben in der Nähe des Außenpostens, intelligent, versucht offenbar sich zu verbergen, findet die mysteriösen Gestalten immer noch nicht. Sie wissen ihre Spur zu verbergen, möglicherweise Drow. Die nächsten paar Einträge sind zu verblassen, wie zu erkennen. 129, haben sie nach Süden geführt, Gerüchte zufolge gibt es dort einen Betrachter, soll das Unterreich seine Probleme selbst lösen. Nichts entdeckt, nichts entdeckt. Münter hat im Süden Statuen in Form von Drow gesehen, sollte ein Betrachter nicht machen, jedenfalls ein Problem weniger. Okay. Es ist kein Beholder, der hier das Ding macht. Schmiedeblasebalg. Warum ist denn hier ein Schmiedeblasebalg? Okay, und das geht hier direkt nach unten durch. Fallgitter. Will ich nicht einfach aufmachen, indem ich ja irgendwie daneben hochgehe? Will ich das aufmachen? Das ist vielleicht ein bisschen die eigentliche Frage. What? Okay. We are not welcome here. This much is clear. Okay. Ich habe einfach Minotaurus platt gemacht. Selonitenschlüssel. Zerfletterte Notizen. Dieser Ort ist finster, aber das Licht der Dame leuchtet hell. Gerade als die Drow um ein Haar durchgebrochen werden, versammelte Yaros die letzten Eingeweihten zum Ansturm. Ein Moment lang strahlt die Höhle im Glanz von Seluns Licht. Ich wäre zu gerne mit ihnen gekommen, wohnte hin oder her, aber Yaros bat mich, das Tor bis seiner Rückkehr zu behalten. Ich will außerdem Aufzeichnungen machen, da lasse ich etwas Platz frei, um von seinem Sieg zu berichten. Es ist Tage oder Stunden her, dass wir den Tunnel zum Einschuss gebracht haben. Sie sollten nach der Schlacht zurückkehren, alleine kann ich mich hier nicht herausgraben. Meine Augen gewöhnen sich nicht an die Dunkelheit, aber ich kann hören, wie sie die Toten plündern. Es tut mir leid, ich habe die Totenriten noch nicht gelernt. Aber ich werde das Tor halten, das verspreche ich. Der letzte Eindruck ist kaum erkennbar, er besteht eher aus schwachen Krakern als lesbaren Buchstaben. Tut mir leid. Okay. Haben einen Schlüssel bekommen. Jutesäcke. Irgendwelche vergammelten Sachen. Und Straßenkleidung. Elfenschuhe mit Holzsohle. Ja, Fallgitter. Verschlossen. Gibt auch keine Option, das zu öffnen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Könnt ihr aber hier raus? Ich könnte hier einfach raus. Alter, das ist so riesig. Dieses Spiel ist so riesig. Ich wollte nur noch schnell ein Artefakt abstauben. What the fuck, ey? Was geht hier ab? Da hinten ist doch irgendwie eine Burg. Yo. Was zur Hölle?
Leuchtende Edelsteine. Fackelstelz. Versteinerte Drow. Entlüftungssachen. Was zur Hölle? Minotauren.